So, einen wundervollen Abend. Überleg, wo sind wir jetzt gerade? Wundervollen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rüdiger nach so vielen Monaten. Es waren, glaube ich, jetzt zwei, das ist viel zu lang. Gibt es endlich mal wieder eine neue Ausgabe eures Lieblingsformats hier auf YouTube. Ich werde immer wieder gefragt und deswegen sind wir wieder da. Und es ist heute eine schöne Folge, denn es ist eine spezielle Folge. Wir reden heute über 3D-Plattformer. Und zu 3D-Plattformern, da kann man eigentlich nicht die andere Leute einladen, außer die Controller-Poesie-Bande. Alle, also natürlich sind wir drei in dem Bereich absolute Experten. Vor allen Dingen Raketenjansel ist da in dem Bereich super involviert und kennt sich absolut gut aus, oder? Naja, das geht. Ne? Ich würde schon sagen, ich habe schon die großen Klassiker mitgenommen, aber ich glaube, der Andi ist da der deutlich, deutlich größere Experte als ich. Ach was. Ja, Andi, auch Grüße an dich. Schön, dass du heute Abend Hallo. Da bist. Es ist eigentlich genau dein Thema, oder? So zumindest. Ich freue mich, ja. Also ich wage zu behaupten, dass 3D-Plattformer eins meiner Top 3 Lieblingsgenres sind. Krass. Mhm. Und ich dementsprechend ganz, ganz, ganz viele gespielt habe, aber auch ein paar nicht. Und das wird spannend heute. Ja, das ist bei mir fast... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwas da... Oh Mann, ich muss wieder jetzt hier rumhantieren. Was habe ich jetzt gemacht? So, das muss weg. So, ja. Übrigens, du bist wieder nicht scharf, Raketenjansel. Das wollte ich gerade. Und du willst das gerade. Weißt du eigentlich, was jetzt der Grund ist, warum das immer wieder passiert? Dass es eine Kackkamera ist? Eine 40-Euro-Kamera. Ich muss sie gerade zu putzen. Also für Rüdiger, das. Leute, müsst ihr hier die Spenden reinballern, damit Raketenjansel sich endlich eine vernünftige Cam kauft, ohne unscharf zu werden. Der Staub oder so. Der So, und falls jetzt Leute sagen, hey, die drei, die kenne ich gar nicht, was mich jetzt wundern würde, aber finde ich ganz sympathisch. Oder hey, ich kenne jetzt eigentlich nur den Matthias, die anderen beiden nicht oder was auch immer. Wir haben einen Podcast und wir sollten es viel, viel öfter bewerben. Wir haben einen Podcast, der nennt sich Controller-Poesie. Den findet ihr überall, wo ihr Podcast anhören könnt. Spotify, iTunes, Google und so weiter. Geht da mal drauf, alle zwei Wochen gibt es einen schönen Schnack, geht ungefähr eine Stunde. Wir reden über alles, was so im Gaming an, was so gamingmäßig ansteht, was uns bewegt, was so die Gaming-Welt bewegt und so weiter. Ein bisschen stammtischmäßig und viel Spaß dabei, weil morgen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme oder zum Zeitpunkt dieses Streams, morgen kommt eine neue Folge. Dann ist auch da die Sommerpause. Hey, dann haben wir schon, schön, wann haben wir die aufgenommen? Montag oder so? War eine gute Folge. War sehr, wir haben ja auch ein bisschen was zu erzählen. Sehr wild, durch sehr viele Themen sind wir gerusht und ja. Wir hatten auch einiges nachzuholen. Ne? Wir hatten einiges nachzuholen, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Exakt so ist es. Also da waren einige Sachen, haben sich angestaut. Aber heute möchten wir über ein ganz spezielles Thema sprechen, über 3D-Plattformer. Grundsätzlich erstmal frage ich in die Runde, ist es euch schwer gefallen, die Liste zu machen? Ne? Also bringt ihr immer eine eigene Liste mit. Wie schwer ist es euch gefallen? Also bei Andi, glaube ich, wird es, glaube ich, nur aufgrund der Quantität etwas schwierig, da auf sich auf 10 zu einigen, oder? Super schwer. Also, wie gesagt, ich habe viele, viele Spiele gespielt und ich habe dann mir zwei Kriterien auferlegt, um diese Top 10 für mich zu kreieren. Und zwar habe ich mir gesagt, ich möchte mich, weil ich eben so viele gespielt habe, auf ein Spiel per Franchise beschränken, um die Top 10 auch unterhaltsam zu gestalten. Und zum Zweiten hatte ich mir auferlegt, dass ich nur die Spiele in die Top 10 reinnehme, die für mich als 3D-Jump'n'Run-Fan nahezu, wenn nicht sogar komplett perfekt sind, die ich einfach mit jeder Parser meines Seins halt spielen, lieben und auch weiterempfehlen kann. Und aus diesem Grund sind dann viele, viele andere 3D-Plattformer, die gut sind, aber wo ich immer wieder irgendwas gefunden habe, was nicht so geil war, eben rausgefallen. Und geblieben sind 10 wirklich grandiose Spiele, die jeder da draußen meiner Meinung nach gespielt haben müsste. Das wird also ganz spannend. Mhm. Jansel, wie war es bei dir? An die Liste jetzt nicht, also schon schwer. Weil ich auch der Regel gefolgt bin, die Andi gesagt hat mit dem Franchise. Man muss ja ganz ehrlich sein, sonst hätten wir hier alle wahrscheinlich 3-4 Mario-Titel auf der Liste. Ja, genau. Und das ist dann irgendwie auch,
blöd. Dementsprechend sind es nachher irgendwie dann so schon große Franchises, die man hier raufpackt. Und da gibt es aber immer viele Iterationen. Und da denn den rauszusuchen, der coolste ist, das fand ich irgendwie deutlich schwerer, als jetzt die Gesamttitel zusammenzutragen. Klar kannst du irgendwie ab Platz 8, kannst du natürlich irgendwie, das ist dann schon so ein bisschen austauschbar. Welche nimmst du hinten rein? Vielleicht das eine oder das andere. Aber so der grobe Kern, der war bei mir schon so relativ fest. Diese Franchise müssen rauf. Aber welches Spiel denn davon? Das war dann schon so ein bisschen delikater. Das fand ich auch interessant, weil ich habe festgestellt, ich bin ja eigentlich, ja, ich fand irgendwie 3D-Plattformer immer cool, aber ich glaube so erst in den letzten 10 Jahren habe ich richtig, zähle ich das tatsächlich auch zu meinen Lieblingsgenres mittlerweile. Also ich spiele richtig gerne, gerade auch die Retro-Sachen. Ja, also hat sich stark entwickelt bei mir. Und ich habe aber trotzdem halt auch genau wie du festgestellt, es gibt so Reihen, die finde ich super cool, aber welchen Titel von denen nehme ich? Ich habe nur eine Ausnahme gemacht, das werde ich dann halt einfach sagen, also das werdet ihr dann sehen. Aber ich habe dann bei mir festgestellt, das könnt ihr jetzt vielleicht schon mal so als Foreshadowing nehmen, ich habe festgestellt, dass ich schon so einer bin, der die moderneren Versionen bevorzugt. Aber ne, nur um das Kleine mal anzuteasen für gleich. Kurze Einleitung für die, die nicht wissen, was das hier gleich folgt. Wir werden hier an diesem heutigen Abend eine gemeinsame Top 20 zusammen diskutieren. Das ist Rüdiger. Und jeder von uns macht sich im Vorfeld Gedanken, macht sich eine persönliche Top 10 seiner Lieblingsspiele in dem Bereich, also heute sind es 3D-Plattformer, und schreibt sich die auf so kleine Zettelchen. Und diese Zettelchen von 1 bis 10 tun wir in 2 Lostöpfe. Ja, ich habe übrigens auch ganz andere Schüsseln jetzt. Ich habe im Umzug, meine Frau hat die weggeschmissen. Nicht mehr einheitlich. Also ja, wir brauchen die ja nicht mehr. Die Kinder sind ja schon größer geworden. Nein, das ist Rüdiger Merchandise. Das hast du nicht verstanden. Deswegen wir brauchen Rüdiger-Schalen, gebrandete Rüdiger-Schalen. Das wäre schon eine Idee. Rüdiger-Merch. Die kann man gleichzeitig für sein privates Rüdiger nutzen und für sein Kelloggs. Ja, stell dir vor, wenn du morgens immer schön die Rüdiger-Schale nimmst, das wäre schon cool. Ne? Am besten zusammen mit Controller-Poesie-Merch. Ja, cool. Mit Controller-Poesie Kelloggs. Das wäre schon cool. Ja, wie gesagt, wir haben die in so 2 Lostöpfe reingeschmissen, diese Zettelchen, und wir werden jetzt einen Lostopf davon rauspicken und danach der nächste, und wir ziehen nacheinander die Platzierungen. Jetzt, welchen haben, muss ich anfangen mit dem? Und dann diskutieren wir, wohin das denn Ganze hier auf der Top 20 landen wird. So, ich glaube, das Prinzip müsste mittlerweile schon. Es wird spannend. Yes. Wer beginnt heute? Wer möchte anfangen? Wer möchte anfangen? Heute mal Andi, weil du bist hier unser Fachmann. Andi darf beginnen. Okay, ich darf beginnen. Achso, ich muss Gameplay. Ich habe versucht, natürlich wieder Gameplay einzublenden und so. Hoffentlich strikt mich YouTube nicht wieder. Meine Nummer 8. So, und das ist ein aktueller Titel, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, meines Erachtens nach, nämlich, könnt ihr es erkennen? Wahrscheinlich nicht. Nee. SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake. Oh, ganz neu. Das ist der ganz neue. Ganz neu, ganz neu. So gut ist der, so gut findest du den, krass. Absolut. Absolute Empfehlung. Ich bin ja jetzt kein allzu großer SpongeBob-Fan, muss ich sagen. Ich habe ein paar Folgen geguckt damals. Aber ich mochte zum Beispiel das Bikini Bottom Remake, was es ja damals gab, schon ganz gerne. Und habe aufgrund dessen dann eben zu Cosmic Shake gegriffen. Ich habe das Ganze auf der Switch gespielt mit meinen Kindern zusammen. Und ey, ganz ehrlich, das ist ein richtig guter, zwar by the books, also der macht nichts neu, aber es ist ein richtig guter, gepolischter 3D-Plattformer, der richtig abwechslungsreich ist, ganz, ganz viele verschiedene Welten hat, ganz viele verschiedene Fähigkeiten, die SpongeBob dann eben pro Welt dazu bekommt, und einen ganz klassischen SpongeBob-Humor. Da stimmt einfach alles. Also der hat in meinen Augen keinerlei Schwächen. Es ist halt nur, wie gesagt, by the books. Also ihr werdet hier keine Innovation finden, aber wer SpongeBob-Fan ist, bekommt meiner Meinung nach hier den besten Plattformer für SpongeBob quasi. Krass. Das ist aber auch das Ding, mit dem dieses Spiel fällt. Wenn du halt mit SpongeBob nichts anfangen kannst, dann kannst du, glaube ich, mit dem Spiel wenig anfangen. Ne? Gerade also, wenn du sagst, ich bin jetzt nicht so der übelste SpongeBob-Fan, ne? Aber dennoch ist das ein gutes Spiel, ein ziemlich gutes Jump'n'Run, wo man eventuell sogar so SpongeBob-Fan werden könnte. Okay. Ich finde jetzt auch, so wie ich das Gameplay sehe, muss ich auch schon zugeben, es hat so einen super leckeren Stil. Es gibt so eine Steinzeitwelt und so, das ist schon ziemlich cool. Hier gerade die Piratenwelt zu sehen oder so, erinnert ja auch ein bisschen an Banjo. Cool, ja, kann ich überhaupt nichts zu sagen, sorry, weil habe ich nicht gespielt, bin auch überhaupt kein, ich habe auch nie SpongeBob geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen bin ich da absolut nicht drin.
Aber da muss ich denn dir einfach mal glauben, wenn du sagst, das ist ein gutes Game. Sah auf jeden Fall ganz nett aus hier eben auf den Bildern. Aber nicht gezockt. Und vielleicht nur als Tipp, es kam ja zum Budgetpreis schon raus, hat neu, also ich meine, ich habe 39,99 € bezahlt. Wenn ihr das heute kauft, egal ob jetzt auf der Xbox, auf der PS4, ich glaube auf der PS5 gibt es das nicht, oder auf der Switch, ihr zahlt inzwischen auf den Gebrauchtmarkt 20-25 € für. Und das ist schon echt gut. Ja, ich hab ja den, mit SpongeBob verbinde, also ich habe jetzt nicht so die Riesenverbindung, natürlich habe ich das auch damals geguckt und es läuft auch manchmal, wenn die Kinder da sind, und so, also wenn die Kinder das einschalten. Was ich halt sagen muss, ist, ich habe das erste Mal ein richtiges SpongeBob-Spiel gespielt, als dieses Bikini Bottom Rehydrated vor einigen Jahren kam, und das fand ich, das hat ja irgendwie einen sehr guten Ruf. Und ich dachte mir, ja, und bin dem gefolgt, und letztendlich muss ich aber sagen, ja, war ganz nett, aber jetzt so ein riesen Master Game war das jetzt für mich nicht. Genau. Und deswegen habe ich Cosmic Chef. Der neue ist besser. Ja, das, ich muss auch sagen, das sieht irgendwie ein bisschen wirklich gepolished aus, und bin ja schon lange, habe ich da schon drüber nachgedacht. Ich habe aber tatsächlich im ganzen Wust des Jahres schon vergessen, ehrlich gesagt, so, ne? Ja, das siehst du mal. Ja. Ist heute vielleicht auch untergegangen, weil halt 3D-Plattformer halt so ein Nischengenre mittlerweile sind, weißt du? Dass es dann vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber cooler Tipp auf jeden Fall. Pack doch erstmal direkt irgendwo in die Mitte rein. Du hast es ja auf der 8 oder was, ne? Genau. Fallen kann es immer noch. Pack rein und gut ist. Also wenn das Spiel irgendwie am Ende immer noch in den Top 20 ist, dann ist das schreibt gut, man ganz ehrlich. SpongeBob, Schwammkopf, Cosmic Shake, ne? Cosmic Shake. So, ich glaube, das ist richtig. Wer ist das nächste? Du oder ich? Ja, mach du. Okay. Ich habe heute diesmal wieder mehr gemalt. Mal gucken. Hier fliegt etwas raus. Es ist mein Platz 6. Das muss Ratchet sein, aber welcher? Ja, es ist Ratchet & Clank. Vielleicht hilft die Uhr. Ach, Crack in Time. Es ist A Crack in Time. Ratchet & Clank, A Crack in Time. Auch so ein Franchise, wo man denkt, boah, welchen Teil nimmst du denn da? Und weil die halt gefühlt hatte, hat diese Reihe in jeder Generation geile Games. Aber irgendwie ist dann doch A Crack in Time der mich, den ich am geilsten finde. Ne? Der hatte einfach unfassbar coole Mechaniken. Ich sehe gerade das Gameplay von Clank mit diesen ganzen, die Rätselpassagen von Clank fand ich richtig cool mit den Zeitpassagen oder diesen Klonelementen, wo man sich selbst klonen muss, um Rätsel zu lösen. Denn du zeigst dir schon das nächste. Ich fand dieses kleine Universum ganz nett, wo man halt auf diesen kleinen Planeten auch rumlaufen konnte, ähnlich wie bei Mario Galaxy, wo man dann, wenn man anstatt einfach nur in einer Zwischensequenz von Planet zu reisen, kann man so ein bisschen noch mit dem Raumschiff umherfahren, ein bisschen ballern, ein bisschen Exploration machen und so. Und dann natürlich auch dann der Abschluss der Geschichte dieser Future Trilogy, ne? Nachdem man in Teil davor, Tools of Destruction im ersten, also nicht im Teil davor, aber in Tools of Destruction ja so ein bisschen Clank verliert und dann findest du in Quest for Booty, glaube ich, raus, wo er ist, und dann in Teil 3 seid ihr dann halt die Hälfte des Spiels erstmal alleine, und das gibt dem Ganzen dann irgendwie nochmal so einen neuen Reiz und macht das Wiedersehen dann umso cooler, und ich fand die Story cool. Das Spiel sieht unfassbar krass aus. Ich habe es jetzt vor 2-3 Tagen nochmal gespielt, um für mein Video, da ist es auch dabei, Gameplay aufzunehmen, und dann denkst du so, boah, ey, wenn du hier die Zwischensequenzen dir anguckst und jemand sagst, ey, das ist aus Rift Apart, wenige würden sagen, das stimmt nicht. Weißt du, das ist schon echt cool. Das ist schon eine harte Aussage. Okay, vielleicht tue ich da Rift Apart unrecht, das sah auch super krank aus. Es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, es hat coole Waffen. Es ist das bekannte Ratchet & Clank Gameplay vom Driften über, keine Ahnung, mit den Hyper, wie heißen die Schuhe, an der Decke laufen, kleine Rätsel, die skurrilsten Waffen, die man sich nur vorstellen kann, und ja, immer wieder diese Kontrast zwischen den Rätselpassagen mit Clank und dem Actionpassagen mit Ratchet, und geiles Game. Ich finde, das ist der beste Ratchet & Clank Teil. So ganz knapp, da gibt es noch so ein, zwei vorne mit. Ja. Ich weiß, ihr habt vielleicht andere, aber das ist mein Ja, also mein ich hab tatsächlich zu Ratchet & Clank muss ich sagen, dass ich mich auch in diese Reihe irgendwie so ein bisschen verliebt habe. Aber auch echt sehr spät. Also ich hab den 2016er Teil gespielt, also dieses Reboot des ersten Teils zum Kinofilm. Damit sind sehr, sehr viele in Kontakt gekommen, habe ich das Gefühl, mit Ratchet & Clank. Ja. Und damit begann so viel mehr mein Augenmerk auf die Serie, und da habe ich dann viel nachgeholt. Und ich habe natürlich in Vorbereitung der Folge heute, habe ich nachgeschaut, so was sind die beliebtesten Teile, und ich habe festgestellt,
fast ausschließlich, na okay, es gibt natürlich ein paar nochmal Varianten, aber grundsätzlich ist A Crack in Time ein sehr hoch angesehener Ratchet & Clank Teil ja. unter Fans. Und ich habe den auch gespielt tatsächlich vor, ich glaube vor einem Jahr, zwei Jahren. Und er hat mir auch sehr gut gefallen, wieder mal. Ich habe ihn aber, für mich ist er nicht auf Platz 1 meiner Ratchet & Clank Spiele, weil mich tatsächlich diese Clank-Passagen ultra genervt haben. Okay. Hasse mit den Klonen und dann... Das fand also, ich mega cool. Boah, es hat mich so abgefuckt. So, wann muss welcher... Dann gibt es auch so ein Ding, da musst du in welcher Reihenfolge, wo ich hingehen muss. Ja, du musst teilweise mit vier Iterationen, also mit vier Klons und so arbeiten. Das ist schon so ein bisschen... Mein Kopf explodiert da einfach nur. Sonst, ich muss auch zugeben, ist auch dumm, weil ich habe davor keine anderen die Future-Trilogie komplett ausgelassen. Das heißt, ich habe mit dem letzten Teil von dieser... Ja, okay, Future, ach, du hast den beiden gar nicht gespielt. Nee, ich habe die Story hat mich ja quasi gar nicht so richtig juckt, sondern ich bin einfach so okay. reingebrettert. Es macht dem Spiel natürlich wieder was, ja. Tut einen Abbruch, aber grundsätzlich ist ein Hammer-Spiel. Macht mega Spaß und ist auch für ein PS3-Spiel auch noch heute absolut spielbar. Ja, ja, auf jeden Fall. Andi, was sagst du denn? Für mich war A Crack in Time auch der beste Teil der Ratchet-Reihe. Ich sage aber war, weil der abgelöst wurde. Von einem anderen, der bei mir in der Liste auch noch auftaucht. Ah, okay. Ich sage aber nicht wann und wo. Ja. Weil mich auch die diese Stealth ist es ja nicht, die Puzzle-Passagen mit Clank so mit der Zeit echt genervt haben. Das Spiel hat irgendwann das Ganze leicht übertrieben. Ja, genau. Mit den Klonen. Deshalb ist das so der einzige Kritikpunkt. Ist aber ein grandioses Spiel. Ich mag die vier Teile, es sind ja vier eigentlich, der Future-Trilogie. Ne? Das kam ja noch, Nexus kam ja noch nach Crack in Time. Das ist ja dann so der tatsächliche Abschluss, aber das Spiel hat keiner mehr gespielt, weil das schon nach der PlayStation 4. Das habe ich auch nicht gespielt. Ist es Kanon? Gehört das dazu? Das ist Kanon. Echt? Ja. Und, krass. Ja, ja. Und, aber das geht auch nur 3 Stunden oder so. Kann man das sich war das so, ja mal so ein Schnellschuss. Ja. Aber, wie gesagt, es gibt einen Teil, der ist aktueller und der ist besser. Der ist aktueller und besser? Ja, in meinen Augen. Ich bin gespannt, können wir nachher gerne drüber reden. Sonst würde ich ihn erstmal, was hatte ich auf Platz 6? Pack ihn doch 6. Erstmal oh. Da. Ja, auf Platz 6 oder so. Ja, ich hätte jetzt auch gerade tatsächlich nichts dagegen, aber da wird sich noch was tun, da bin ich mir fast. Ja, ja klar. Ne? Ist ja, wäre ja theoretisch bei mir auch in der zweiten Hälfte der Liste. Total. Alles gut. Aber kann das auch sein, jetzt mal ganz kurz nochmal, ihr Ratchet & Clank-Experten, dass gerade die dritten Teile von Ratchet & Clank sehr beliebt sind? Auch der von der PS2. Ja, der gilt ja auch als. Ist der dritte auch sehr, sehr gut. Ja. Also bin schon gespannt. Den haben wir auch noch nachzuholen. So, ich bin dran. Ich muss noch nebenbei hier Gameplay vorbereiten. Ich weiß nicht, was ist hier. Ich habe nämlich auch ein paar Sachen, wo ich sage, das könnte vielleicht sogar kontrovers sein. Okay, bin gespannt. Oh, das könnte sogar ein Teil sein. Ich bereite schon mal vor, denn es ist Crash Bandicoot 4. It's About Time. Ach, oh, It's About so, Time hast du rein. Weil, ich muss sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Gameplay an nebenbei. Ich muss wirklich gestehen, die Crash-Reihe musste rein für mich. Das ist einfach so, für ich mag auch. Crash schon immer oder mochte ihn schon immer. Ich habe damals die Teile richtig gerne gespielt auf der PS1. Aber und, das ist halt... Ja, warte, ich komme gleich hin. Erzähl. Ich habe auch die wirklich sehr in mein Herz geschlossen und habe auch selbst alle Crash-Spiele, auch die auf der PS2 so hier, die ganzen Activision-Spiele dann später. Egal. Jedenfalls hatte ich dann die Insane Trilogy gezockt und das ist sind mir die Augen aufgegangen. So. Ich finde Crash immer noch cool und habe die Spiele gerne gespielt, aber wo ich dann den vierten gezockt habe, It's About Time, der ist variantenreicher, der hat mehr Ideen, der spielt sich flotter, der hat nicht so ein extrem hohes Frustlevel, sondern der hat so eine sehr, sehr schöne Balance zwischen Anspruch und einfach ein spaßiges Gameplay. Ich finde diese optionalen Levels mit den neuen Figuren, die man spielen kann, finde ich richtig cool. Die haben richtig Spaß gemacht. Du kannst ganz, ganz viel sammeln. Also Collecten ist da auch so ganz viel in dem Game. Genau. In dem Game. Also und auch sehr hart teilweise. Und was ich halt auch total feier, sind diese
diese neuen Items, die in manchen Levels halt zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel irgendwelche Plattformen erscheinen lassen oder und andere Kram, so diese Masken, ne? Also die haben sich da ein bisschen was einfallen lassen und deswegen, weil es eben auch so einen schönen Stil hat, ich mag den Grafikstil, ich mag so ein bisschen das Gameplay, hat der sich so ein bisschen unter dieser Reihe für mich ganz nach oben gemausert. Hm. Es ist halt, finde ich, das ein bisschen, das ist die Krux an diesem Genre, weil das ist halt ein Genre, was sehr, sehr gereift ist. Also du kannst halt diese alten 3D-Spiele auch aufgrund ihrer Technik, ihrer Kamera und ihrer Steuerung heute nur sehr schwer, und das gilt nicht nur für Crash, mit neueren Teilen vergleichen, weil die neueren einfach automatisch schon besser abschließen, weißt du? Weil das einfach, ja, das ist schlecht gealtert grundsätzlich. Ja, nicht immer, aber durchaus schon, ja. Hast aber oftmals schon, ne? Ja. Also dementsprechend ist das so ein bisschen, ich habe das versucht ein bisschen auszuklammern und da ein bisschen mehr Nostalgie mit reinwirken zu lassen, beziehungsweise Legacy. weil klar ist irgendwie objektiv gesehen Crash 4 einfach das beste Spiel von der Reihe, von allen. Weil es einfach zu viele coole Mechaniken hat. Das konnte sich auch einfach zu cool inspirieren lassen von 20 Jahre Genre-Erfahrung. Aber Crash Bandicoot 3 ist halt 3 Jahre nach Mario 64 erschienen. Nee, da gab es keine Standards. Ich finde, was man nicht vergessen darf, ist, dass es sich auch innerhalb seines eigenen Konstrukt sich irgendwie auch noch was Neues, Frischeres ausdenken kann. Weil wenn du jetzt einfach, die hätten jetzt aus dieser Insane Trilogy wirklich einfach einen neuen Teil machen können. Und manchmal fühlt er sich auch so an. Aber die haben halt wirklich gesagt, okay, wir haben das Crash-Konstrukt, du läufst nach vorne oder nach hinten und sowas oder zur Seite. Und dann machen sie da aber noch so ein paar Neuerungen rein, die hätten die auch schon zur PS1-Zeit haben können. Aber jetzt haben sie es wirklich so ein bisschen aufgehübscht und auch gameplaymäßig ein bisschen was neu hinzugefügt. Also ich finde schon, dass sie sich auch einfach besser spielen, nicht nur weil es neuer ist, sondern weil sie auch mehr Ideen haben. Ja, aber klar, weil die auch einfach noch 20 Jahre Zeit hatten, Ideen zu sammeln, weißt du? Ja, das hat bestimmt hat einer sich wirklich. Ich glaube, also die ganzen Mechaniken, die dieses Spiel hat, mit diesen, gab es da nicht so Pole oder so, wo man sich plus minus oder Gefühl so irgendwie. Ja, genau. Das gibt es ja auch in anderen Spielen irgendwie. Das hat man sich ja auch irgendwie einigermaßen zusammenklabustert oder so, ne? Was ich dem Spiel hoch anrechne, was ich auch richtig geil finde, dadurch, dass die Level, also die sind ja von der Struktur her immer noch diese kleinen, also es sind zwar 3D-Spiele, aber es fühlt sich halt eher an wie in Bahnen. Das ist ja nicht so ein freies Level-Layout, sondern man fühlt sich ja so, ne? Aber dadurch, dass diese Level so weitläufig sind, auch im Hintergrund, gibt das denen so einen krassen Scope und das Spiel wirkt einfach so viel größer, weil die älteren Crash-Spiele wirken so ein bisschen eng, weißt du? Ja, das stimmt schon, hast du recht. Das finde ich cool, aber ich habe das jetzt, ich habe auch ein Crash-Spiel hier, aber ich habe nicht Crash 4 genommen, also obwohl es ein geiles Spiel ist. Also man kann auch schlecht gegen das Spiel argumentieren, weil es objektiv gesehen ein fantastischer 3D-Plattformer ist, muss man ja auch einfach sagen, ja. Hast du ja recht, also. So, dann sage ich auch mal ein bisschen was zu Crash. Okay. Ich kam in die Reihe nie so richtig rein, muss ich sagen. Für mich waren die alten Crash-Spiele, ich hatte Teil 1 damals auf der PS1 gespielt, weil ein Kumpel von mir da sehr großer Fan von war, und ich fand das immer zu linear. Ich mochte an diesen 3D-Plattformern, ich kam vom N64, ne? Ich mochte diese offenen Welten und dass du da Zeit hattest zum Erkunden und so, du konntest dir die Zeit nehmen, du bist da so abgetaucht, und Crash war immer so linear und es war sehr frustig auf der PS1 damals. Ja. Wir haben es gespielt, aber ich hatte dann auch genug von Crash. Also ich habe Teil 2 nicht gespielt, Teil 3 nicht gespielt, aber was ich gespielt habe und was ich wirklich geil fand und was auch bei mir in der Top 15 drin ist, also es ist nicht in der Top 10, ich habe es aber in die erweiterte Top 10 gepackt, ist Crash Twinsanity. Das fand ich wiederum richtig, richtig gut, weil das war dann wieder so ein bisschen offener, ich meine, das kam von Traveler's Tales damals, und das war dann mehr so ein 3D-Hüpfer, wie ich die halt mochte, und du konntest halt auch Cortex spielen, und das Duo aus Crash und Cortex, wie die zusammenarbeiten teilweise, war so witzig, ich habe mich da so kaputt gelacht bei dem Spiel wie bei keinem anderen Crash, und ich finde Crash Twinsanity ist so unterschätzt, und ich finde es super schade, dass danach Crash wieder in diese traditionelle Bahn gelenkt wurde. Und auch Crash 4 habe ich auf der PS5 gespielt. Es ist mir zu frustig. Ich habe es irgendwann beiseite gelegt. Aber Crash Twinsanity, davon hätte ich gern ein Remake, weil ich glaube, das ist ein super unterschätztes Spiel, was heute viel mehr Fans haben könnte als damals, wo Crash so durch ein paar komische Entscheidungen auch mit The Wrath of Cortex so ein bisschen im Durchschnitt lag.
Ja, diese Clash of the Titan und so gab es ja noch und sowas. Also, ja, die waren ganz okay, aber Twinsanity ist echt super. Das ist anders, ja, aber ne? Was ich halt krass finde, ich finde es halt krass, es gab halt Crash-Spiele, aber man hat irgendwie das Gefühl, nicht viel davon mitbekommen, so glaube ich. Also das ist komplett in der Zeit so komplett untergetaucht. Leider. Also ich muss übrigens auch sagen, Crash 4, also Zorn des Cortex, ne? Genau. Ich fand den gar nicht so kacke. Ich habe den damals ganz gerne gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur mal so. Ja, der war okay. Aber, der hatte für mich zu viele Minispiele, die irgendwann auch schon genervt haben mit der Kugel und dann mit dem Flugzeug und so. Ja, die Kugel, stimmt. Aber so kacke war der nicht, wie ihn alle gemacht haben. Gefühlt war ja, auf keinen Fall. Hat ja danach Activision die Serie quasi in ein neues, der vierte war ja noch gefühlt wie die alten und danach ging es ja erst in diese Clash of Titans Transcendency Richtung. Weißt du, das hat man ja dann, ich finde, dafür war der jetzt... Clash of Titans war ja oder... Crash of the Titans hieß das, glaube ich, war ja wieder so ein bisschen linearer. Das war ja schon ein relativ linearer Spiel. Was damals halt in der Kritik war, ist, dass die Crasher so rebootet haben. Der sah ja ganz anders aus, der war so edgy und hat sich geprügelt und so. Ja, aber Twinsanity war halt das alte Konzept, ein bisschen erweitert, Cortex reingenommen, viel Humor reingenommen, fertig, ist ein grandioses Spiel. Ja. Aber wir reden ja hier über Crash 4. Und Crash 4 ist bei mir auf der 8 gewesen. Auf der 8? Dann pack es doch auf die 8 einmal erstmal rein. Ja, okay. Können wir doch erstmal da packen. Crash Bandicoot 4. Dann ist Andy wieder dran. Ja, kurz Flüssigkeit zu mir genommen. Bei dem Wetter. So, in Japan ist übrigens Zorn des Cortex wirklich als Crash Bandicoot 4 auch erschienen. Da heißt das so, ne? Also, echt? Da gibt es zweimal Crash Bandicoot 4. Einmal das neue und einmal das aus 2001. Was sollen wir sagen? Wir haben zwei Modern Warfare-Trilogien. Stimmt. Stimmt. Zweimal Platz Nummer 6. Ja. Und wir haben gerade drüber gesprochen. Platz Nummer 6 ist bei mir Ratchet Clank Rift Apart. Auch ein gutes Game. Gutes Game. Fantastisches Spiel, war damals, glaube ich, auch mein Game of the Year in dem Jahr. Oh, krass, echt? Es hat mich so umgehauen. Ja. Das war für mich die perfekte Symbiose aus Action, Plattforming, Technik, Grafik, Story. Das war wie so ein spielbarer Pixar-Film. Auch die Risse fand ich genial, wo du halt so stufenlos in eine andere Dimension reingezogen wurdest. Das war schon richtig nice. Und ich mag die Ratchet & Clank-Spiele super gerne. Und das war für mich einfach das perfekte Ding. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Violet oder so, keine Ahnung. Die mochte ich auch ganz gerne. Rivet, genau so. Also für mich eigentlich so das perfekte Sequel. Aber auch schon sehr, sehr inspiriert von A Crack in Time, finde ich. Ne? Darum finde ich es ja besser, weil eben die Prämisse da nochmal gepolished wurde und wir hatten nicht diese nervigen Clank-Passagen. Und die waren aber, also ich war nicht Clank, die Clank-Passagen, das war doch mit den Leitungen hier und so, ne? Wo du diese ganzen die waren auch nicht ohne. Ich fand sie auch nachher ganz schön. Ich empfand die Klone deutlich schlimmer bei... Die irgendwie Spaß gemacht, die Klone. Ich weiß nicht, was ihr gegen die Klone habt. Also ich muss ja dazu sagen, in Vorbereitung auf Rift Apart habe ich ja A Crack in Time nochmal durchgespielt auf der PS3. Okay. Das heißt, ich habe so einen quasi Direktvergleich und da mochte ich den viel, viel mehr als A Crack in Time. Also man muss natürlich sagen, die Steuerung, die Mechaniken, also das merkt man ja auch bei Crack in Time, es ist ein bisschen veraltet. Das ist deutlich besser bei Rift Apart. Und natürlich ist die Grafik krasser und das Ganze gepolished. Ist genau das gleiche Ding zwischen Crash Bandicoot, Original Trilogy und Dings. Ne? Die haben hier einfach viel mehr Erfahrung haben. Und ja, objektiv ist das wahrscheinlich das bessere Spiel. Ich finde es auch einer der besten, also auch so abseits einer der besten Titel des Franchise. Mal gucken, ob Matthias hier auch noch einen reinschmeißt. Ich habe fast das Ich kann Gefühl. Ja sagen, das ist nämlich auch, ist auch Rift Apart und das ist meine Nummer 2. Zwei, oha. Wenn wir hier 2 gegen 1 sind, dann will ich euch natürlich nicht gegen argumentieren und können wir gerne Rift Apart hier mit reinballern. Ja. Auch höher als Crack in Time, sagen wir ich mal kann so. Ja, ich kann ne? ja, ich kann noch Luxman Jerry vielleicht mal ganz kurz schreibt im Chat und das erste echte Next-Gen-Game, das muss ich tatsächlich bejahen. Das war so war in der Zeit, wo ganz viele Monat für Dinger. Mit Returnal was, war das? Ja, das war ein Monat vorher. Aber für mich war das so das erste Ding, wo ich mir gesagt habe, genau dafür habe ich mir eine PS5 gekauft. Okay. Ich muss auch einfach, also jetzt, ich habe das Spiel auf Platz 2, weil erstens ist mir Ratchet & Clank halt irgendwie doch wichtig als Franchise und von den ganzen Spielen, finde ich, Rift Apart ist so das rundeste Paket, da habe ich gar nichts auszusetzen. Es gibt die Rivet
Einführung hat dem gesamten Story Arc oder beziehungsweise auch grundsätzlich so ein bisschen die Dialoge so aufgefrischt und so neu, ja, auf so ein neues Level gehievt. Ich finde sie auch super animiert. Es ist ein waschechtes, weiß nicht, Animationsfilmgefühl, ja, wenn ich Rift Apart spiele. Natürlich aufgrund der Grafik und so und einfach wie das aussieht, aber es ist auch einfach ein cooles Pacing. Action-Passage haben mir ultra viel Spaß gemacht, gibt nichts zu meckern. Auch weil das Spiel auch manchmal so wieder weitläufig ist und jetzt auch mehr nutzen kann, weil du jetzt dann wirklich mit Ratchet über das Wasser fährst und so ein bisschen ein paar Geheimnisse findest. Es ist einfach ein geiles Spielerlebnis gewesen. Ja. Perfekte Länge gehabt und so. Ich war wirklich komplett begeistert und deswegen ist es bei mir auf der 2 gewesen. Oder auf der 2. Also ich finde es auch, ist ein gutes Game und auch einer der besten Ratchet & Clank Teile und ja, pack da hin. Also wo hattest du es eigentlich? Auf der 6. Auf der 6, du hast es auf der 2, dann muss es auf jeden Fall vor A Crack in Time. Ich mach's jetzt mal auf die 3, okay? Pack es auf die 4 und gut ist. Ja. Okay. Ich hätte auch gesagt 4, ja. Und ich sag mal, nur weil wir jetzt, Andi und ich, entschieden haben, dass wir nur ein pro Franchise nehmen, heißt das natürlich lange nicht, dass wir hier auf der Gesamtliste nur ein pro Franchise haben. Nein, natürlich nicht. Das ist wahrscheinlich haben wir auch alle unterschiedliche Titel aus anderen Franchise, von daher passt das schon. Cool. So, und dann ist Jansel dran, ne? Mich triggert aber gerade, dass du Ratchet falsch geschrieben hast. Oh, sorry. Ich sehe es gerade selber. Sorry, richtig eklig falsch geschrieben. Ja, wirklich, aber wirklich. So, leicht zu erkennen, es ist mein Platz 10. Ja, klar. Oh ja, dann. Hey, deine Skills beim Film fürs Malen sind aber auch stark gestiegen seit Rüdiger, ne? Ja, und zwar ist es Teil 1. Ich muss sagen, ich bin bei Spyro extrem late to the party gewesen, denn das ist ein Franchise, was ich erst mit dieser Reignited Trilogy, diesen ganzen Remake-Wahn von Activision mitbekommen habe. Und da habe ich das erste Mal Spyro gespielt. Und ich fand den ersten so geil. Das war so ein rundum gelungenes, flutschiges Abenteuer mit so vielen tollen Mechaniken. Es hat so viel Spaß gemacht. Deswegen rede ich hier auch explizit auch über den Remake-Teil auf der Reignited Trilogy, weil das Original habe ich nie gespielt. Mir hat das echt total viel Spaß gemacht, mit Spyro rumzurennen. Diese ganzen, ja, wenn man sprintet und dann Anlauf nehmen muss, um irgendwo rüber zu springen, die Flugpassagen. Das hatte so richtig schöne, viele Level. So unterschiedliche Level und es hatte so eine leichte, einfache Prämisse, einfach so die Drachen zu befreien. Und es hat mir einfach total Spaß gemacht. Ich habe das richtig durchgesucht und habe auch die Platin-Trophäe geholt. Hab danach auch nochmal den zweiten Teil auf der PS1 gezockt, den ich auch sehr gut finde und der, wo man auch sagen muss, dass der ein paar richtig gute Mechaniken eingeführt haben, die wahrscheinlich sogar noch das Ganze besser machen. Aber da fehlt mir dann halt dieser Wow-Effekt, dieser Flash-Effekt, den ich da beim ersten hatte. Weil sonst sagen ja immer viele eher, dass der zweite und der dritte der bessere Teil der Reihe sind. Aber ich plädiere hier mal für den ersten Teil, Spyro Enter the Dragon in seiner Remake-Version. Achso, dann habe ich auch ja geiler, das geiler Soundtrack irgendwie von Grant Kirkhope, ne? Den The Police-Bassisten oder so. Richtig cool. Grant Kirkhope? Nee. Sicher? Nee, ich weiß, dass es der Police-Bassist ist. Ist es nicht Grant Kirkhope? Nee, Grant Kirkhope ist der Rare-Komponist. Okay, dann ist es. Ich guck mal kurz nach. Der, die Banjo-Kazooie. Stuart Copeland. Sorry, Stuart Copeland. Ja. Spyro. Ich hab's auch erst mit der Reignited Trilogy gespielt. War auch mein erster Berührungspunkt. Und ich muss sagen, mich hat Spyro recht schnell gelangweilt. Okay. Für mich war es zu simpel. Mich hat das Spiel nach 2 Stündchen oder so verloren. Ich war in der zweiten oder dritten Welt, ich weiß es nicht. Dann habe ich es beiseite gelegt. Und witzigerweise, eine Weile später dachte ich mir, hey, die Kinder sind jetzt alt genug, dass man mit denen nochmal was spielen kann. Und dann habe ich mit meiner Tochter Spyro angefangen. Den ersten Teil, weil ich gedacht habe, hey, ist total kindgerecht. Nach einer Stunde, ungelogen, sagst du mir, Papa, können wir das ausmachen? Das ist langweilig. Also, okay. Und seitdem haben wir das nicht mehr gespielt, nicht mehr angepackt und das steht jetzt nur noch in der Sammlung rum. Okay. Also mich hat es verloren. Okay. Ja, ich habe es damals auf der PS1 gespielt natürlich. Ich habe auch die Reignited Edition gezockt. Und ich kann mit Spyro auch nichts anfangen. Ich weiß nicht. Ich finde halt Spyro, ich mag dieses Setting nicht. So dieses Mittelalter, Merlin, Feen, Drachen auf süß nicht.
Ich mag die Flugpassagen nicht. Ich mag nicht, dass er so auf Knopfdruck so wie so ein Rambock so rennt. Und das ist so meine Art von Attacke. Und dann renne ich durch die ganze Welt. Ich finde es auch... Also ich habe es durchgespielt, also in der in der Remake Edition. Und habe auch genau das gleiche wie der Andi. Ich finde es halt super schnarchi-mack-schnarch. Ja, es ist so, es ist nett. So, ich kann ja, so, aber ich fand das genau auch mal schön, dass es halt nicht so anspruchsvoll war, sondern dass es man auch gemütlich durchdröhnen konnte. Mir hat das total Spaß gemacht. Also, Es ist voll nett. Ich mag auch Spyro als Figur, finde ich cool. Also dieser kleine Drache. Als Skylander, cool. Richtig geil. Aber übrigens auch die gleiche Situation auch beim Andi. Mein Sohn hat auch Spyro, ich habe gedacht, Spyro und das Gleiche, so der hat auf den anderen Spielen mehr Spaß als mit Spyro. Crashed voll, aber Spyro gar nicht. Krass, also, kommt da nicht rein. Ich weiß nicht, also ich habe da nichts dagegen. Ja, dann muss es hier auf die, muss es auch wohl auf die 11. Ich hatte es auf der 10, es ist auch nicht bei mir so hoch. Ihr mögt es gar nicht, dann müssen wir es auf die 11 packen und warten, was passiert. Eigentlich muss es runtersetzen, noch weiter. Weil das Ding ist SpongeBob. Es hält doch vielleicht noch. Jetzt lass es doch erstmal auf der 11. Was hast du denn gegen Spyro? Ja, weiß nicht, weil das am Ende wird, werden wir nicht mehr wissen, dass wir Cosmic Shake höher setzen müssen, weil es dann. Das haben wir ja nicht gespielt, ne? Ja, eben. Ja, gut. Spyro, come on, ey. Spyro 1. Wie du so gerne immer sagst. Spyro 1, ja. Spyro 1 ist. Okay, ja, ist. Will niemanden vergraulen, ja. Aber ist halt ein kleines Mädchenspiel, steht hier im Schnitt. Nee, das ist nicht. Hier los? Das ist nicht so. Okay, ich bin wieder dran. Und ich glaube, ich habe noch ein paar sehr große Überraschungen, glaube ich. Danke, nein, das nicht. Das ist nämlich Kirby und das vergessene Land. Yay. Ist ja habe quasi, ich auch dabei. Habe ich nämlich gar nicht drüber nachgedacht. Ist ja auch eigentlich ein 3D-Plattformer. Ist ein 3D-Plattformer. Und unser Spiel des Jahres 2022. Das musste ich hier mit auf die Liste. Es muss mit rein. Natürlich, ja. man denkt sich, oh, ich will eigentlich anderen Spielen einen Vortritt lassen oder so. Aber es wäre, ach Quatsch, das habe ich falsch gemacht. Es wäre dumm, weil das Spiel einfach, das möchte ich mich auch noch kurz halten. Spiel ist rundum auf Spaß getrimmt. Es ist natürlich auch nicht sehr anspruchsvoll, so ein bisschen Spyro-like. Aber jetzt ist das auf einmal okay, ne? Ja, jetzt ist es okay. Wenn das Gameplay dann aber auch so viel Spaß macht und so viele Ideen hat, einfach das Level zu erkunden, obwohl sie nicht so groß sind, mit den verschiedenen Fähigkeiten so viel Spaß macht und der Soundtrack so cool ist und das alles so schön knuffig ist, dann habe ich auch mit so einer Art von Spielen nichts, kein Problem. Natürlich könnte in meinen Augen der Schwierigkeitsgrad etwas angestiegen werden. So, das spielt man so mal durch, das ist so schön fluffig, eine gute Laune, man hat da keinen Stress, keine Fruststellen. Aber wie gesagt, dafür ist dieses gesamte Paket einfach so abgerundet und hat mir einfach enorm viel Spaß gemacht, auch gerade obwohl man dir sagt, ey, bist ein erwachsener Kerl, hart gesotten, ja, dann spielst du einfach Kirby und es macht einfach verdammt viel Laune und das ist eigentlich schon ganz, ganz cool und sorgt auch bei meinen Kindern immer noch für große Augen. Deswegen Kirby und das vergessene Land. Ja, allein der Grad an Kreativität, der da drin steckt, der muss auch erwähnt werden, glaube ich. Und Kirby war ja von der Mechanik her festgefahren. Also seit den NES-Tagen waren ja alle Kirby-Spiele gefühlt gleich. Hast du eins gespielt, hast du alle gespielt, auf allen Konsolen. Und ich hätte nicht erwartet, dass wir noch einen vollwertigen 3D-Plattformer im Kirby-Universum bekommen und dann haut Hell hier so ein Spiel raus, was wirklich an allen Fronten mega gutes. Also ich habe es auch bei mir in der Top 10, aber auf einem anderen Platz. Ja. Denkt ihr, dass Nintendo Ähnliches macht, auch mit Donkey Kong eventuell? Das könnte ich mir auch extrem krass vorstellen. Also ne, die Skills von Donkey Kong in so einer 3D-Welt kreativ umgesetzt. Na klar, wollen alle auch den 2D-Plattformer haben, ne? Weil der davor ja auch so gut war, Tropical Freeze. Aber ich könnte mir das auch mega geil mit Donkey Kong vorstellen. Sehe ich genauso, ja. Ja. Mit Kong. Ja, das gibt ja verschiedene Kongs, also ja. Bei mir ist das irgendwie auf Platz 7 oder so, habe ich das auch, oder 8, also wo hattest du das jetzt auf? Ich hatte es auf der 6. Ja, dann pack es doch da auf zwischen Crash und Ratchet, oder wahrscheinlich wollt ihr es vor Ratchet haben. Andi, du hast auch auf der Liste, ne? Dann pack es auf die 5. Ja, ich glaube so. Oder beziehungsweise pack es auf die 7 und pack den ganzen Kram weiter nach unten dann oder so. Wir machen das gleich. Und machen das vergessene Land. Schönes Spiel. Bestes Spiel 2022. Ja. Oh, God of War. Und was war Elden Ring, ne? Nee. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, da haben wir das sehr kontrovers hier auf Platz 1 gewählt. Eine der legendärsten Folgen.
Ja. Okay, jetzt ist wieder der Andi dran und holt jetzt, zieht jetzt einen Hidden Gem aus dem Hut. Ja, ich habe auch das Gefühl, jetzt kommt so ein richtiger Hidden Gem. Nee, weil der Andi macht. Der Andi macht ganz kurz ein Hidden Gem Video passend zu dieser Folge auf seinem Kanal. Ja. Also könnt ihr da mal was hingucken. Aber aktuelle Hidden Gems, ne? Jetzt also keine Retro 3D-Plattformer, sondern tatsächlich Spiele, die ihr heute noch kaufen könnt. Neu, und das wird ganz spannend. Ich habe tatsächlich einen Hidden Gem auf der 9 und das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen und der Chat wahrscheinlich auch nicht, und das ist eine Schande, nämlich The Core Gang. Das ist dieses deutsche Spiel auf der Wii, ne? Ja, The Core Gang. Computerspielpreis-Winner 2011 oder sowas. Es ist absolut kriminell, wie stark dieses Spiel unterschätzt ist. Es ist aus der Entwicklungshölle, war über ein Jahrzehnt in Entwicklung, ist damals auf der Xbox gestartet, hätte dann für die 360 kommen sollen, dann sind die Entwickler bankrott gegangen, es gab eine neue Engine und dann ist es irgendwann nach 3 Engines und 7 Entwicklern gefühlt auf der Wii gelandet. Und ein Spiel, was damals irgendwie erschien und dann hat es keiner auf dem Schirm gehabt und dann ist es irgendwie vergessen worden, nach irgendwie 3 Tagen nach Release. Aber ich habe es damals gespielt, ich habe es damals getestet und es ist großartig, unfassbar geiler Humor. Es hat 3 Charaktere, die in so einem Blechanzug stecken. Ein Junge, ein Mädchen und ein Hund. Alle 3 Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten. Ihr müsst, wenn ihr vorankommen wollt, zwischen den Charakteren tauschen und der Humor in dem Spiel. Also Leute, tut mir einen Gefallen und spielt The Core Gang. Es hat so einen geilen Humor. Die Welt ist so Tim Burton angehaucht und es geht halt darum, dass so innerirdischen, also nicht außerirdische, innerirdische sich von unten quasi auf die Oberfläche bohren und die Weltherrschaft an sich reißen wollen, und die 3 wollen eben mit diesem Superanzug das Ganze verhindern, und es strotzt nur so vor Kreativität, vor Humor, vor Charme und ist ein verdammt guter 3D-Plattformer. Da gibt es zum Beispiel so Nägel, diese Nägel müsst ihr, nee, Schlüsselnägel, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall haben die so wie bei Rare so Augen und dann sprechen die und so weiter, und dann ist da einer, der dann immer sagt, ja, schlag mich, gib's mir, ich habe es verdient, ich bin ein böser Junge, so total kurios, aber es passt halt zu dem Spiel und das ist super cool. Sieht super gut aus hier, das Gameplay, was Matthias gerade einblendet. Hört sich auch mega cool an. Und das Ganze kostet gebraucht aktuell gefühlt 2 Euro, weil es keiner kennt. Nach diesem Stream nicht mehr. Die Leute bestellen schon alle. Nee, sieht echt cool aus und ich habe das auch schon mal irgendwo gehört. Also wahrscheinlich hast du das schon mal erzählt irgendwo. Und also vor allem der Fakt, dass es aus der Entwicklungshölle kommt, und wir kennen ja so Spiele, Stichwort die Zukunft Forever, ne? Seit einem Jahrzehnt in Entwicklung, 3, 4 Entwickler, 7 Engines hinter sich, und dann bringen die trotzdem ein geiles Spiel raus. Ja, sieht cool aus. Kann ich persönlich leider nicht zu sagen, nie gezockt, aber... Ganz kurz, wie spielt das? Das ist ja auch für die Wii. Wie spielt sich das mit der Wii-Mode? Also es hat definitiv diese Wiimote Nunchuck-Pflicht. Das heißt, du hast zum Beispiel mit dem Mädchen, kannst du so dich an so Symbolen festhaken. Und dann musst du eben mit der Wiimote auf das Symbol zeigen und dann eben Knopf drücken, damit das sich so hochzieht. Aber streng genommen, die Wii-Features sind jetzt nicht so krass aufgezwungen. Die sind halt da, aber es spielt sich und steuert sich immer noch ganz normal wie ein traditioneller 3D-Plattformer. Finde ich, ist ein cooler Pick. Auch cool für so eine Liste. Ist mal auch mal was ganz Unbekanntes, wenn hier reinkommt. Kann ich leider nichts zu sagen. Ich auch nicht, deswegen müsste das eigentlich so 9 haben. Ich hab's auf die 9 und das ist auch definitiv nicht so polished wie ein Crash Bandicoot 4 oder ein Ratchet & Clank oder so. Von daher ist es auch nicht so gepolished wie ein Cosmic Shake, aber es ist definitiv spielenswert. Ich würde es jetzt auf die 12 packen. Weil alles gut, packst du. Hauptsache, ihr habt es auf dem Schirm und spielt es irgendwann. Ja, das ist immer das Beste für solche Formate, sind dann natürlich dann, wenn du... Ja. The Core Gang, cool. The Core Gang, cool. Neues Spiel, das ich mir kaufen kann. Dann ist der Jansel dran. Nee, Jansel ist dran. Ich bin dran. Okay. So, was hab ich denn hier... Oh, naja, das ist mein Platz. Ach, das ist... Dann kannst du den nächsten ziehen. Kirby und das vergessene Land. Das ist... Mein Platz 7. Crash 3. Crash 3. Yes. Das ist mein Pick für die Crash Bandicoot-Reihe.
Ich habe das von mir auch im Video gesagt. Mein Lieblings-Crash Bandicoot-Teil ist der erste. Einfach so, weil ich diese Simplizität, die Einfachheit dieses Spiels total mag und es so viel Nostalgie hat. Aber wenn es darum geht, den besten 3D-Plattformer zu wählen aus der Reihe, dann ist es für mich irgendwie so der dritte, weil der noch so viele coole Mechaniken eingebaut hat. Wie zum Beispiel hier das Motorradfahren oder das Bootfahren. Außerdem fühlen sich die Levels auch ein bisschen freier an. Die sind nicht mehr so eng zusammengemacht. Mhm. Diese Schläuche wie aus dem ersten Teil. Und das Spiel hat ein unfassbar geiles Pacing. Jedes Level ist gefühlt von seiner Struktur anders. Ne? Mal hast du halt dieses typische in den Bildschirm rein hinten Lauf-Level, dann ein Verfolg, also wo du von etwas verfolgt wirst, wo du wegrennst, dann halt eine Fahrzeugpassage, dann vielleicht ein Unterwasser-Level, ein Bossfight oder so. Richtig cool, richtig abwechslungsreich. Das ist halt so richtig Naughty Dog at its finest auf der PS1 und für mich einfach der beste 3D-Plattformer dieser Reihe. Ich habe da aber auch jetzt nicht mit deinen ganzen Argumenten von Crash 4 gerechnet. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass man Crash 4 hier überhaupt wählen kann, gefühlt. Deswegen ist Crash 3 mein Favorit. Ja, ich habe den dritten Teil, also unter diesen ganzen Insane Trilogy Replay, den ich ja gemacht habe, ich habe alle drei schon auf der PS1 gespielt und da ist mir auch wieder eingefallen oder aufgefallen, wie gut der dritte ist. Der ist halt einfach vom Pacing her der abwechslungsreichste, der flotteste und auch der stressfreiste, sagen wir mal so, weil die ersten, gerade der erste ist teilweise unfassbar nervig teilweise, also auch unfair an manchen Stellen. Der zweite nimmt das Tempo, nimmt das Ganze schon ein bisschen raus und der dritte hat so einfach, wie ich finde, die perfekte Balance. Und ich mag das halt auch, wenn Spiele, auch gerade die 3D-Plattformer, ein bisschen knackiger sein dürfen, wenn du das Platforming eben jetzt nicht einfach nur so springen, ne, so wo es ein bisschen mehr geht, aber wenn es dann einfach zu nervig wird, weil ein Fehler dich gleich wieder zum Scheitern bringt und du wieder alles von neu machst, das ist dann nervig. Und der dritte hat das, finde ich, bei den PS1-Spielen deutlich, also mit weitem Abstand am besten geschafft. Aber, wie gesagt, der vierte von dem fand ich einfach nochmal ein Stück weit gelungen. Ja. Was eigentlich so diese kleine Tatsache ausmacht, dass du in Teil 2 und Teil 3 die Level auswählen kannst, so zwischen den, also in so einen Warp-Räumen, anstatt im ersten, wo du einfach nur diese Weltmap nacheinander wegläufst. Ne? Mhm. Allein das gibt dir ja schon die Möglichkeit, okay, du kommst hier nicht weiter, dann machst du halt ein anderes Level erstmal oder so. Das bringt ja schon so viel fürs Pacing und für die Struktur. Ja, ich mag den dritten total gerne. Ich kann, wie gesagt, auch wenig gegen den vierten sagen. Du hast da sehr schön und gut für argumentiert und technisch gesehen und auch mit den Quality-of-Life-Verbesserungen oder auch die Wahl, die du da hast, ob du das mit Leben spielen willst oder nicht, ne, ist es vielleicht objektiv das bessere Spiel, aber was hatte ich jetzt hier auf Platz 7? Ich würde... Ja, also da müssen wir mal diskutieren. Crash 3 oder Crash 4, das ist ja genau auf der Platz da. Das ist jetzt, da muss jetzt der Andi eigentlich. Andi, da musst du jetzt sagen, komm, ich bin für 3, Matthias für 4. So ist das hier. Ich habe Teil 3 auch in der Remake-Trilogie gespielt, aber auch nicht weit. Ich habe den dritten wahrscheinlich genauso weit gespielt wie den vierten. Deshalb bin ich perfekt urteilen. Ja, witzig, eine Stunde ist, glaube ich, zu wenig, um da urteilen zu können. Ansonsten Chat. Ja, also Chat, ich gebe an den Chat ab. Ich habe also dazu wenig. 3 oder 4, schreib mal in den Chat. 3 oder 4. Was kommt auf die 7, was kommt auf die 8? Ja, also ich muss halt noch mal ganz kurz für den vierten soweit argumentieren, dass er eben jetzt kommt dein Plädoyer deutlich. Ja, man muss halt einfach sagen, der vierte hat halt mehr Vielfalt in den Levels, mehr Abwechslung außerhalb der Levels. Das ist einfach für mich ein No-Brainer. Er hat aber auch eigentlich 20 Jahre Zeit und Naughty Dog hat 4 Crash-Games in 4 Jahren rausgeballert auf der PS1. Also, da muss man auch dann mal hoch anreden. Ne? Die haben halt, die hätten das auch alles, die hätten auch das Spiel in 4 Jahren entwickeln können und alles in ein Game machen können. Die haben es halt auf 3 Games aufgeteilt und der Content von 1, 2 und 3 und Crash Bash ist wahrscheinlich genau. Plus Crash Team Racing, die haben sogar 5 Crash-Games gemacht, ist wahrscheinlich genauso groß wie der von Crash 4 und hatte die gleiche Entwicklungsdauer. Also. Ja, aber ich glaube, der Tenor ist dann mehr auf den Crash 3. Die Nostalgie ist zu hart. Das kann man nicht, das kann ich nicht hier machen, das weiß nicht, wie das geht. Dann beuge ich mich dem und sage, ich mache jetzt mal hier. Das sind ja beides gute Spiele und ob der eine einen Platz vor dem anderen ist, ist, glaube ich, ja, egal. Egal. Ja, dann nehmen wir, warte mal, den muss ich jetzt einen runtersetzen. Und da mache ich jetzt. Hättest du einfach Crash 3 auf die 7 setzen können. Können wir doch mal noch. Ach so, ja, aber dann ist es mir, das ist mir zu nah an Crack in Time, ehrlich gesagt. Wir werden das doch. Das kommt noch. Das ist. Okay, heißt denn warte mal. Ne? Wir werden noch Warped diskutieren heute. Warped ist auch gut. Warped.
Crash 2 ist auch cool, muss man sagen, aber Crash 3 hatte nochmal so irgendwie... Ja, das Crash 3 war einfach nochmal feiner, muss man sagen. Und Crash 2 hat halt den Schlittersprung eingeführt und das Bumpen, ne, das war auch schon cool vom Movement her. Das da unter halt auch den Warp Room, aber Crash 3 hat es irgendwie alles perfektioniert. Okay, dann bin ich wieder dran. Ja. Oh, jetzt kommt mein. Also, ich habe hier ein Spiel umgestellt. Ich habe ein anderes Spiel vorher drauf gehabt. Das ist noch etwas neuer, aber dann habe ich quasi über dieses Spiel mich erinnert an ein anderes Spiel und dachte mir, ey, das muss rein. Das ist für mich, das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist Tearaway Unfolded. Entschuldigung, so. Tearaway Unfolded von Mia. Ja, das habe ich auf der Vita gezockt, ey. Nice, ja, habe ich vergessen. Habe ich auch vergessen. Das war ein gutes Game. Gibt nämlich, Tearaway, das war damals für die PS Vita sozusagen ein Vorzeigespiel. Media Molecule ist ja ein Sony-Studio, die Little Big Planet Reihe betreuen und die sind einfach, die sind immer super kreativ. Die überlegen sich, mit welchen Dingen, also wie kann man die Peripherie, zum Beispiel bei der PS Vita, ins Spiel integrieren, in einem Spiel. Und diese, und Tearaway Unfolded ist die PS4-Version und ich dachte erstmal so, ja, das wird jetzt wahrscheinlich einfach nur ein ganz simpler Port sein, aber die haben sich wirklich auch nochmal überlegt, wie können wir den DualShock 4-Controller einbinden mit dem Touchpad vorne und das ist richtig gut geworden. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Port. Ich habe nur die Vita-Version gespielt. Das ist was ganz. Ach, echt? Das muss ich nochmal. Es ist wirklich unglaublich geil. Es gibt so viele. Also, erstmal muss man sagen, ich liebe diese Welt, diese Ideen mit diesem Pub-Ding. Die ist cool. Es macht einfach Spaß, mit Wind pusten oder mit dem Streichen über die Touchpads so Wind zu erzeugen, um dann so die Pappe und das Papier aufzumachen und Plattformen zu errichten. Es gibt so Möglichkeiten, dass du so Trampoline hast. Da springst du aber nicht, aber wenn du auf das Touchpad drauf drückst, gibt es einen Sprung. Und da musst du Passagen mitmachen. Das macht ultra viel Spaß, super witzig, kreativ, wie eben Media Molecule immer ist. Also die haben sich so viel einfallen lassen. Ist auch kein schneller, weiß nicht, geht auch ein gutes Stück. Das Einzige, was halt immer nervt bei diesen Media Molecule-Spielen in meinen Augen, ist dieses Stickern, Basteln, Malen, was auch immer. Kotzt mich an, ich will die Scheiße nicht. Ja, aber so an sich ist es super putzig, cooler Soundtrack, super charmant. Und die spielen ja auch, das haben sie auch bei Sackboy, dem neuen Teil. Den habe ich übrigens vorher gehabt hier drauf. Sackboy, der ist auch cool. Ja, auch cool. Die spielen auch immer sehr viel mit Musik. Also die bauen immer Musik in ihre Spiele ein, dass du so Musiklevels hast, im Rhythmus springen musst und so. Auch das ist hier drin. Also ich fand den Teil absolut grandios und wird mir und der ist auch sehr günstig. Also den könnt ihr wirklich für einen Fünfer oder so. Also früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber hier, der wird hier hinterhergeschmissen, Tearaway Unfolded. Und absolut, da müsste auch ein Controller-Sticker-Decay drin sein, den du auf deinen Controller kleben kannst, wenn du es aufmachst. Ah, das weiß ich jetzt gerade nicht. Kann sein, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube nicht. Okay. Aber bei mir war das mega dabei. Ding und wie gesagt, auf PS Vita wie auch auf PS4 super. Ja, ich hab's auf der Vita gespielt, fand's auch cool, so kreativ, wie die das mit den Touchpads gemacht haben, vorne und hinten. Ich kann jetzt zu dem PS4-Teil nichts sagen, weil das ja wohl doch was anderes ist, aber ich bin ein Fan auf jeden Fall, finde es ein cooler Pick und stimme dir dabei. Kann man gerne mit hier auf die Liste packen. Ja, ich hab's auch komplett vergessen. Also ich. Shame on me, ich hab da überhaupt nicht dran gedacht, obwohl ich auch nicht auf der gespielt habe. Ich hab's auf der Vita gespielt. Ich fand auf der Vita fand ich das Ding großartig, weil die eben das Konzept der Vita, das Hardware-Konzept hier einfach da eingebaut haben. Wie du da mit dem Finger durchbrichst und und dann so mit der cool. Kamera. Richtig nice. Und dann hatte ich auch Bedenken, weil ich mich gefragt habe, wie wollen die dieses Konzept der Vita auf die PS4 bringen? Das muss ja ein abgespeckter Port werden. Und dann habe ich es trotzdem gekauft. Ich weiß auch nicht, warum ich dazu gegriffen habe. Und dann habe ich gemerkt, hey, die haben ja den DualShock 4 komplett ins Spiel integriert und haben quasi die Features ersetzt. Und das spielt sich dann auch wieder richtig geil. Ich habe es vergessen. Also bei mir wäre es auch sicherlich in den Es gibt zum Beispiel so eine Sache, das habe ich gerade in dem Gameplay gesehen. Der DualShock 4 Controller hat ja vorne die Lightbar. Und die Lightbar ist dann Leuchten. Quasi das Leuchten im Spiel, wo du dann quasi was siehst. Es ist einfach geil. Das ist mega cool. Nice. Super, super gut. Ja. Ist auch nicht Welche so Platz nicht schwer. Ich glaube, es war auf der 9. Pack doch auf die 10 darauf, oder ist doch ein schöner Platz daran auch frei. Ja, ist so quasi oder? So eins von den hinteren Spielen, weil die jetzt natürlich nicht drin haben, aber aber bin ich auch dafür. Also cooles Game auf jeden Fall. Jo. Dann ist Andi oder bin ich wieder dran? Andi, ich glaube, ich bin wieder dran. Ne? Ich hätte Crash 3, du bist dran. Platz 7, Kirby und das vergessene Land.
Haben wir schon drüber gesprochen. Alle auf der 7 oder 8 gehabt, ne? Ich hab's auch auf der 6 hab ich's gehabt. Achso, sogar 6 oder? Aber ungefähr ähnlich so. Das heißt, ich zieh nochmal, ne? Ja, oder? Wie ist das? Ja, zieh nochmal. Ah, mein Platz Nummer 10 und wahrscheinlich auch so ein eher vergessenes Spiel. Aber ich fand das damals großartig, weil es einfach mal ein komplett anderes Disney-Spiel war. Es hat ein anderes Licht auf das Disney-Universum geworfen, nämlich Mickey Epic. Oh, ich hab's nie gespielt. Ich hab's auch nie gespielt. Ihr müsst das mal spielen. Ja. Also spielt es, wenn ihr die alten Disney-Figuren kennt, noch aus den 40ern, 50ern, so vor Donald und so. Das war noch die Zeit, wo Mickey noch mit diesen 3D, mit diesen Schwarz-Weiß-Cartoons und so weiter unterwegs war. Weil die Prämisse ist ja die, dass Oswald ja eigentlich der große Star des Disney-Universums war und dann eben von Mickey ersetzt wurde und jetzt auf Rache sind, und dann besucht ihr in Mickey Epic ein Universum voller vergessener Disney-Figuren, die alle im Schatten von Mickey stehen. Richtig geil. Und das Ganze wird mit so einer düsteren Prämisse präsentiert. Ihr kommt dann irgendwann in so eine Stadt, in der die vergessenen Figuren leben, und die Stadt ist so komplett am Boden und voller Ruinen und die Figuren sind alle traurig, depressiv und so weiter. Richtig geil. Und dazu gibt es eben noch spielerisch eine richtig coole Mechanik mit dem Pinsel, weil ihr dann eben Objekte entweder malen oder auch ausradieren könnt. Ein richtig geiles Spiel. Was mir nicht gefallen hat, und da musste ich mich ein bisschen durchkämpfen, war die Steuerung des Ganzen, weil es war ein bisschen fummelig mit der Wii-Fernbedienung, da ordentlich zu ziehen, vor allem in Kämpfen, wo halt viele Gegner unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz ein richtig geiles Spiel, und ich finde das so schade, dass die den zweiten Teil mit so einer mäßigen Qualität veröffentlicht haben. Aber der erste, ohne Mist, den müsst ihr mal spielen auf der Wii. Leider auch gefangen auf der Wii, ne? Das ist auch bei bisschen schade. Ja, ja. Der ist auch ein relativ früher Wii-Teil, ne? Der so 2008 oder so, 2009. Genau. Kann es sein, dass es mit Wii Motion Plus sich vielleicht sogar noch besser spielt dann? Weil du hat die Anwendung nicht. Ne. Na okay, aber cool. Kenne ich natürlich, Mickey Epic hat man schon irgendwie mitbekommen. Ich habe es selbst nie gezockt. Hört sich mega interessant an, was du da erzählst. Und steht schon ganz cool, weit oben bei mir auf der Liste. Halte ich immer Ausschau nach. Ich habe immer, ich weiß nicht, wie teuer das mittlerweile ist. Ich glaube, der ist gar nicht mehr so, 4 Euro ist der so? Kostet. Ich habe vorhin noch bei eBay geguckt, das ist 4 Euro. Alter, da kommt jetzt aber ganz eine 3D-Plattformer-Welle auf mich zu jetzt dann bald. Ich habe schon seitdem das angekündigt worden ist, habe ich irgendwie Bock drauf gehabt. Den zweiten Teil, der war ja nicht mehr ganz so gut. Da spielt man sogar auch Oswald, glaube ich, ne? Auch. Ja, es gab einen Koop-Modus beim zweiten, genau. So war das, genau. Ich habe mir nur den 3DS-Teil gespielt, aber der ist leider Käse, also muss ich leider... Ja, der erste ist ein ganz anderer, das war ja so ein 2D-Jump'n'Run. Genau, ja, so ein 3D-Puzzle-Spiel eigentlich fast schon. Genau. Deswegen, also ich habe da schon oft, ich mag einfach auch Mickey Mouse, so. Ich finde die Figur einfach cool. So als, das ist eigentlich ein No-Brainer, muss eigentlich immer in irgendwelche Spiele verwurstet werden, weil das einfach, dieses Universum bietet so viel Fantasie. Und mit dem Pinsel finde ich es auch gut. Also habe ich jetzt leider nicht gespielt, aber es steht bei mir ganz weit oben auf der Most Played 3D-Plattformer-Liste. So, ja, ich habe es auf die 10 genommen, weil das bei mir eben mit der Steuerung, wo ich dann gesagt habe, eigentlich wollte ich ja nur Spiele reinnehmen, die für mich perfekt sind, und Epic Mickey ist es nicht, eben in Sachen Steuerung ein bisschen fummelig, aber trotzdem auf die 10, weil es einfach andere Bereiche hat, wo es halt brilliert. Cool. Coole Prämisse einfach. Die Idee ist einfach super geil. Ne? Dann müsste das ja rein theoretisch irgendwie unter The Core Gang sein, weil das war bei dir höher angesetzt, ne? Ja, das war auf der 9 bei mir, genau. Dann machst du auch die 14 rauf. Ja, okay. Wenn es ist für ein. Also Epic. So, und damit habe ich meine Plätze 6 bis 10. Eine habe ich noch in der 6 bis 10er Schale. Da bin ich noch dran, ne? Ja, du bist dran. Ich bin gerade unsicher. Schreibt man Mickey mit EI? Mickey Epic. Das ist das Komische. Überall heißt es Epic Mickey, nur in Deutschland heißt es Mickey. Mickey Epic. Epic. Oder umgekehrt. Ich weiß auch nicht, total dumm. Darüber habe ich jetzt nicht. Na, das ist für dich ein 3D-Plattformer? Okay. Was ist es denn, das ist für mich ein Action-Adventure. Wenn das kein 3D-Plattformer ist, was ist es dann? Action. Also um mal zu sagen, es ist Prince of Persia, Sands of Time. Ja, dann kannst du ja Assassin's Creed auch mitnehmen. Okay. Nein, okay. Also mal klar. Ja, aber das liegt halt einfach daran, dass Prince of Persia, Sands of Time einfach die Grundlage ist für jeden modernen 3D-Plattformer. Alles gefühlt basiert auf dem Spiel. Das ist quasi das Reboot von Prince of Persia aus dem Jahr 2003. Und
Es ist halt ein 3D-Plattformer. Weil klar hat es auch sehr viele Action-Adventure-Elemente, aber im Gegensatz zu anderen Spielen, die man hiermit assoziieren würde, wie zum Beispiel Assassin's Creed, ist hier das Plattforming der größte Bestandteil des Spiels und auch wirklich ein händischer Bestandteil dieses Spiels. Hier geht es nicht darum, einfach wie bei Uncharted oder Assassin's Creed einen Knopf zu drücken und dann macht die Figur alles selbst, sondern hier musst du jeden Sprung selbst ausrichten, timen und auch bewusst gezielte Manöver ausführen, um die Sachen zu machen. Zum Beispiel das Wandlaufen, was man in heutigen Spielen einfach automatisch macht, da musst du erstmal mit der R1-Taste das ausführen, ne? Und all so eine Sache, hier zum Beispiel sieht man das gerade, ne? Und ich habe das jetzt vor 2 Tagen, das habe ich euch bei WhatsApp auch erzählt, nochmal neu gespielt, um Gameplay aufzunehmen. Mir hat das so viel Bock gemacht, weil das ja doch eher so eine Art Puzzlespiel ist, die richtigen Moves miteinander zu verketten und so. Ja, den Kampf kannst du hier vollkommen vergessen. Der Kampf ist wirklich Grütze in diesem Spiel, ne? Und ich habe das über die PS3 gespielt, diese HD-Trilogy. Alter, was haben die mit dem Ton gemacht? Das ist ja völlig verhunzt. Das kannst du kaum spielen. Weil das ganze Spiel, das halt nur oder so. Mhm. Aber das ändert ja nichts am Gameplay selbst. Und das hat mir einfach echt super viel Spaß gemacht. Und es hat halt wirklich die Grundlage gelegt für das Movement jeglicher moderner 3D-Plattformer. Von Uncharted über Assassin's Creed. Alle orientieren sich heute noch daran, wie diese Animationen auszusehen haben, was du tun kannst, was du machen kannst. Ne? Wenn es nur die Hand ist, die an der Wand lang geht, wenn man den Wandlauf macht oder so. Und dann hat es darüber hinaus auch noch diese Zeitmechanik eingeführt mit dem Dagger of Time, mit dem Dolch, der es dir ermöglicht, die Zeit kurzzeitig zurückzuspulen und umgeht damit ein Problem vieler früherer Spiele, nämlich dass, wenn du stirbst, das Level nochmal von vorne machen musst oder einen Speicherpunkt hast, der ganz weit weg ist. Hier konntest du halt kleine Fehler sofort korrigieren, wie es heutzutage bei vielen sogar ein Spielprinzip ist, wie bei Celeste oder, keine Ahnung, Super Meat Boy, ne? Und ich finde, das ist ein glorioses Spiel. Ja, es hat ein paar nervige Puzzle auch oder so, wenn ich dann dieses Schiebeding mit den ganzen Teilen, die man da hin und her drehen muss und so. Aber das ist doch ein All-Time-Classic in diesem Genre. Einfach ein Spiel mit einer unfassbaren Legacy. Auch wenn ihr vielleicht sagt, hey, das ist ein Action-Adventure. Aber nee, das ist auch schon 3D-Plattform. Das ist so, der Chat ist sich einig, dass das ein Action-Adventure ist. Das ist auf jeden Fall so dein The Last of Us Horror-Spiel. Ich dachte, das ist hier so ein No-Brainer, was ich hier hinschmeiße. Es ist halt, ich kann deine Argumentationskette nachvollziehen, auf jeden Fall. Und dann ist wieder die Grenze so dermaßen verschwimmt, weil dann kannst du dann natürlich auch Mirror's Edge mit reinnehmen und Assassin's Creed. Eigentlich musst du dann auch nicht wollen diese Last Guardian, aber das andere Shadow of the Colossus ist ja auch ein 3D-Plattformer in dem ja, Sinne, dann genau. Fast schon, also es ist ich weiß was, irgendwo kann man das jetzt aber nicht dann so vielleicht, wenn man dann einen Titel nimmt, repräsentativ für dieses Ganze, dann ist es Prince of Persia Sands of Time und ich finde, ein so ein Game kann man hier auch durchaus mal reinplatzieren und ich finde, das ist schon sehr, sehr wichtig, was mit seinen Mechaniken, also ja, also wie gesagt, es ist für mich, in meinen Augen, es ist ein klassisches Action-Adventure, aus das sich verschiedene Bauteile von so einem Gameplay zusammensetzen. Das ist Kämpfen, Rätseln und Klettern. Und das Klettern ist in diesem Fall das Beste, was überhaupt jemals in diesem Genre passiert ist. Also grundsätzlich. Ja. Aber das ist halt schwierig, dann das so ein bisschen mit so einem Crash Bandicoot zu vergleichen. Ja, aber guck mal, wenn du dir die anderen Games hier anguckst, ist es bei anderen auch nicht anders. Also bei Ratchet & Clank ballerst du auch sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja, auch. Hast auch recht. Ja. Aber bei Crash Bandicoot hüpfe ich nur auf die Gegner drauf. Weißt du, wie kann ich das mit Prince of Persia vergleichen? Das ist einfach so bessere Praxis. Hüpfst du auch auf die Gegner? Machst du mal diesen geilen Move über die Gegner, um hinter sie zu kommen? Schwierig. Ey, wo hast du es nochmal gehabt? Jansel, Mogel, Clever, seine Favoriten aus anderen Genres. Die Listen sind grundsätzlich und immer in allen Rüdigers. Was hast du denn? Was hast du denn für eine Platzierung gehabt eigentlich? Es war im zweiten Ding ist eine 9 oder 8 oder irgendwie sowas. Schwierig. Boah, Alter. Ja, das ist. Das war die 9. Die 9. Ja, komm, der Pack ist da hinten auf die 15 zumindest. Vielleicht bleibt es ja irgendwie noch hängen. Geil, dass du das selber so siehst. So schön ausradiert hier. Prince of Persia. Es ist eins der besten Spiele aller Zeiten für mich. Sekunde auf die Stille treffen. Nicht drüber reden. Oh ey, wie gesagt, ich hab's echt vor 2 Tagen nochmal gespielt. Es macht so viel Spaß immer noch. Ich freue mich jetzt schon wieder so auf das Remake. Ey, hoffentlich kommt das bald. Ja, ich hab auch mega Bock. Lehmann hat aber nicht Unrecht, wenn er schreibt auf die 20, weil ich hab schon Schwierigkeiten. Leute, die Liste, wird ganz automatisch auf der 20 landen, wenn es überhaupt drin bleibt. Runter. Aber man muss auch sagen, ich hab vor einigen Jahren nochmal Prince of Persia Sands of Time eingelegt und ein bisschen replayed.
Und das, was ich auch voll unterschätzt habe, ist diese gesamte 1001-Nacht-Stimmung. So die Musik, so dieses Pharah und das ist alles super, super toll, super toll. Ja, ein schönes Spiel. Ich habe noch zwei. Ja, aber dann verstehe ich auch nicht zum Beispiel, warum die diese 1001-Nacht-Mechanik, Thematik, wie immer ihr das nennen wollt, einfach über Bord geworfen haben mit dem zweiten Teil. Die haben ja 360 geworden, einfach mal alles runtergeschmissen und haben so einen God of War-Klon entwickelt. Ja. Das war einfach die Zeit, wo man, weiß nicht, wo man sich immer etwas angelehnt hat. So. Prince of Persia hat immer. Wo man Gefühl, edgy sein musste. Ich meine, guck dir den Prinzen schon von seinem Design schon an, wie er da aussieht. Ja, genau. Aber das ist so eine Serie, die sie sich nie selbst gefunden hat, obwohl es eigentlich so offensichtlich ist, ne? So. Ja. Also ja, und dann, jetzt ist sie tot, dann Assassin's Creed. Auch da ein kleiner V-Tipp. Spielt mal Prince of Persia, die vergessene Zeit, auf der Wii. Das ist ein komplett eigenständiges Spiel und das richtig erzählt, geil. Ja. Ist grundsätzlich ein geiles Spiel schon. So, ich ziehe jetzt meine. Aber auf jeden Fall ein geiler Pick. Sense of Time hier von mir immer wieder. Das ist meine 7. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der sogar bei einigen von euch vielleicht sogar. Ich weiß gar nicht, ob ihr den drin habt. Wenn, dann ist er höher. Ja. Und das ist Astrobot. Astros Playroom. So heißt es. Okay. Astros Playroom. Ja, also eigentlich würde Playroom. Man sagen, ich habe auch ein Astro-Spiel dabei. Ich auch, ja. Aber es ist ja, nicht Playroom. Ich kann mir schon vorstellen, welches. Ich habe es aber nicht gespielt. Also Astros Playroom, wenn ich ehrlich bin. Ist aber ein tolles Spiel, wenn ich ehrlich bin, wenn das Spiel ein Ticken länger gewesen wäre, wäre das sogar bei mir sogar weitaus höher, weil in dem Spiel ist alles drin, was ich haben will. Es ist durch den DualSense 5 Controller und die Einbindung und das ganze, ich sag mal, das Präsentieren der Mechaniken macht dieses ganze Spiel so enorm viel Spaß. Es versprüht komplette Freude, Nostalgie für die gesamte PlayStation-Welt und das ist etwas, was halt mich krass catcht. Allein schon diese Easter Eggs, die man sieht, wo man sich sofort immer ein Schmunzeln kriegt. Jedes Item, das man findet, also mein Sohn zockt das. Ja, guck mal gerade hier von Medieval Sir. Genau, also mein Sohn, der das auch eine Zeit lang gezockt hat, der hat dann zum Beispiel auch immer gefragt, hey, was ist das denn? Und dann gucke ich halt, das ist die PlayStation-Maus und so. Also du hast so viel Spaß in diesem Spiel und das komprimiert auf eine Länge, wo man auch sagen muss, natürlich, ich hätte es so gerne länger gespielt, aber dafür hast du noch wirklich kein einziges Mal in meinen Augen das Gefühl, Mensch, das ist nervig, das frustriert mich, die Passagen, oh, die gehen mir auf die Nerven. Ich fand alles mit dem Bogenschießen, mit dem Affenklettern, mit der Kugel sich bewegen, fand ich alles unfassbar geil und hab das auch platiniert, was ich nicht oft mache. Ich auch. Aber das ist auch ein Highlight gewesen. Das bot sich fast schon selbst an. Ja, genau. Das war ein geiles Game. Super toll. Das Witzige cooles ist, Game. Das war ja so eine Tech-Demo eigentlich für den DualSense, die ich auch großartig fand. Und es ist so schade, dass Astros Playroom das einzige Spiel ist, was so die Möglichkeiten des DualSense bis heute ausschöpft. Also komplett auch mal sich drauf konzentriert. So, ne? Also hast du natürlich ein Spiel, wo dann vielleicht mal was ein oder andere benutzt wird, aber der Astros Playroom hat halt wirklich jede Mechanik davon in Spiel integriert. Und das ist halt das Geile eigentlich. Ja, ein richtig schönes Spiel, auf jeden Fall auch. Welchen Platz hattest du? Platz Nummer 7. Platz Nummer 7. Ja, ich mag das Spiel auch total gerne. Kann alle dem, was du gesagt hast, nur zustimmen. Aber ich habe gegebenenfalls einen anderen Astro-Titel hier auf meiner Liste. Aber ja, die 7 ist frei. Also, um es reinzunehmen, aber ich verstehe deine Argumentation. Ja. Sollen wir es auf die 7 fangen? Nee, da finde ich dann... da bietet Crash dann doch schon irgendwie mehr, finde ich. Also dann packt die beiden Crashs nach oben. Spiele, die da stehen, mehr. Ja. Willst du es ganz nach unten packen? Ich meine, es ist auch jetzt kein Action-Adventure, deswegen machen wir auf die 16. Bitte? Also vor Prince of Persia würde ich schon sagen. Also ich für mich persönlich ist es besser als die Crash-Spiele. So, ist besser? Ich finde schon. Ja. Also du hast Platforming. Es ist wirklich ein cooles Spiel, muss man echt sagen. Es ist halt sehr kurz, ne? Es ist super charmant und... Weil wenn wir hier PT teilweise im Horrorspiel immer nennen können, dann können wir auch Astros Playroom bei 3D-Plattformen nennen. Ja, okay, yeah. Dann, also ich habe jetzt nichts dagegen, so das im 8er, 9er, 10er Bereich reinzupacken. Weil ich habe halt Cosmic Shake und Core Gang so nicht gespielt. Deswegen sind die da für mich. Aber vor Crash... Gerade mit dem Hintergrund wissen, dass vielleicht noch ein Astro-Titel kommt, den wir beide wahrscheinlich recht hoch anpredigen werden. Pass auf, ich splitte jetzt Crash und tue Crash 4 auf die 10 und alles drunter und zwischen die Crash-Spiele Astros Playroom. Von mir aus okay. Weil es über der 4 ist. Okay. Weil es muss über Crash 4 definitiv sein, was bei mir in meinem Ranking auch über Crash 4 ist. Ja, alles klar, ist okay.
dann gehen wir jetzt in den zweiten Pot rein, ne? Yes, bin ich wieder. Du bist dran und startest. Ich hab noch einen. Ja. Ich hab noch einen. Hast du noch einen? Du hast noch einen, ja, dann hau raus. Was hab ich denn noch? Was hab ich denn noch? Oh, das ist mein Platz 10. Das hat niemand, aber ich habe da irgendwie kleinen, weiß nicht, wie soll man sagen. Habe ich da ein bisschen Euphoria within. Es ist Ape Escape 1 für die PlayStation 1. Ah, welcher Titel? 1? Der erste. Ich habe die anderen noch gar nicht gespielt, aber ich muss halt wirklich sagen, dass ich im Zuge der PlayStation Plus Erweiterung, da gab es ja dann halt ein paar Classic Games und ich habe dann gesagt, ach guck mal, Ape Escape, ich probiere das mal aus und hätte nicht gedacht, dass mir dieser ganze 90s Charme so viel Spaß macht. So die Musik ist, also ne, das hat halt, ich kann das jetzt nicht so nachmachen, mit diesen fast nicht Eurodance-Hip-Hop-Ding gemixt, total 90s, die Dialoge sind voll trashig und so, aber irgendwie, mir hat das total Spaß gemacht, weil die einzelnen Levels fand ich cool. Ich mag auch natürlich so gerade in dem Bereich, dass die einzelnen Level-Passagen eben zwar zu erkunden einladen, aber nicht riesig sind. Ne? Du kannst dich da irgendwann mal super auskennen. Die werden dann zu deiner Westentasche und dass du eben hier diese Affen einfängst. Und die sind ja auch, das sind ja so 5 Affen pro Level. Das ist quasi so wie bei Mario 64, dass du die Sterne sammelst, sind halt hier die Affen. Und dass du erstmal gucken musst, okay, wo sind die? Dann laufen die natürlich auch weg. Dann musst du denen auch vielleicht mal, musst du die verfolgen. Es gibt immer verschiedene Challenges, die du machen musst, damit du an einen Affen rankommst. Das hat mir super gefallen. So. Das Gefühl, mit einem Kescher einen Affen zu fangen, fand ich mega. Hat mir richtig Spaß gemacht. Verstehe ich absolut. Ich habe den ersten nicht ganz, also den habe ich nur angespielt, aber ich habe Teil 2 und Teil 3 durchgespielt. Und ich finde gerade Teil 3 auch deutlich, also Teil 2 finde ich besser als Teil 1, aber Teil 2 ist halt einfach nur nochmal mehr von Teil 1 gefühlt, in größer und besser und schöner, aber Teil 3 ist halt auch nochmal richtig geil, hat eine richtig geile Prämisse. Also wenn wir hier in Ape Escape, wäre ich massiv für Ape Escape 3. Ich hatte den auch hier in meiner Hidden, also in meiner Erweiterten Liste sozusagen. Nicht nur, weil der einfach eine richtig, also dessen Prämisse ist halt, dass diese Affen eine Fernsehserie drehen, mit der sie die Welt quasi bezirzen wollen. Und du läufst halt die ganze Zeit durch so ein Fernsehset rum. Und überall siehst du, wie bei Astros Playroom, so kleine Hommages, wie die Affen gerade King Kong nachdrehen und den Paten und so. Mega witzig, super viele unterschiedliche Sets, halt auch dadurch super sehr kreativ, ne? Und hat natürlich ein bisschen deutlich, spielt sich ein bisschen geiler, weil PlayStation 2 so ein bisschen flutschiger spielt, hat auch deutlich mehr Gimmicks und du musst auch mehr Affen sammeln und hat das beste Minigame aller Zeiten, nämlich Metal Gear Solid, ein Spoof von Metal Gear Solid, wo du mit den Affen das erste Level von Metal Gear Solid nachspielst. Ja. Ja. Es muss Ape Escape 3 sein. Also ich habe Ape Escape 3 tatsächlich auch auf der 13, quasi auf meiner erweiterten Liste, weil es einfach so viel kreativer ist und Sony da einfach die Formel verstanden hat hinter Ape Escape, so was sie damit anstellen können. Ich habe den ersten aber auch gespielt, aber ich habe den ersten in der Remake-Version für PSP gespielt. Das ist ein bisschen besser. Ja, das glaube ich dir. Vom Feintuning und so weiter. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist relativ basic. Also du hast zwar deine Level, aber die Prämisse ist dieselbe. Da passiert halt so um diese Prämisse nicht mehr allzu viel. Da machen Teil 2 und 3 mehr draus. Warte, ja, dann können wir jetzt schlecht reinnehmen, wenn Matthias halt Teil 1 genommen hat, müssen wir das auch respektieren. Natürlich. Ne? Aber ein geiler Pick, Ape Escape, coole Serie auf jeden Fall. Und zock auf jeden Fall nochmal 2 und 3, richtig gute Games. Ich habe recht vergessen, heutzutage. Ist meine 10. Und deswegen wäre das auch, glaube ich, vor Prince of Persia. Vor Prince of Persia und hinter Epic Mickey, weil ich jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt. Na gut. Ape Escape 1 ist 1. Bei Ape Escape 3 würde ich noch höher argumentieren, aber beim ersten Teil ist es okay. Ja, habe ich schon Bock, da hatte ich jetzt wirklich. Und auch ein richtiger Showcase damals für den DualShock. Das war ja das gleiche wie bei Astros Playroom. Dafür war das Ding ja quasi entwickelt. Vorausgesetzt, ne? Ja, genau. Ah, okay. Nee, das war auch so der Showcase. Damit sollten die es ja auch dann bewerben, sozusagen. Ist ja auch ein Japan-Studio-Spiel. Genauso übrigens wie Astros Playroom. Also, So, dann ist jetzt auch der erste Topf vorüber. Okay, dann ist Andi. Andi darf jetzt bin ich wieder dran. Topf Nummer 2 weitermachen. Jetzt kommen die richtigen Banger. Das sind aber jetzt schon eigentlich total hammergeile Spiele. Platz Nummer 5. Oh. Astrobot Rescue Mission. Yes, baby. War klar, aber das ist das VR-Spiel, deswegen haben es nicht viele gespielt. Es ist, aber ich vergleiche immer Astrobot Rescue Mission, also von der Spielerfahrung, die ich damit hatte, mit Super Mario 64. So mit dem
Impact, den das Spiel auf mich hatte. Es war so geil, einfach mal einen vollwertigen 3D-Plattformer in VR zu spielen, wo du dich komplett umgucken konntest und einfach die Mechanik mit diesem Controller unterstützend auch. Es war einfach von vorn bis hinten ein rundes Paket. Die Level waren alle übelst kreativ. Ich erinnere mich noch da an so ein Unterwasser-Level, wo du dann auch mit der Brille so eintauchen musstest und so. Wo durch der Wal erstmal kommt und so. Und so ja, oh, richtig geil gewesen, ey. Oder hier, wo du mit dem PlayStation 4-Controller Ninja-Sterne schmeißen musstest und so. Das war richtig geil. Super kreativ. Und es ist eine Schande, dass Sony dieses Spiel zumindest nicht remaked für die PSVR 2 oder, ich meine, da gibt es zwar Gerüchte inzwischen, aber so einen richtigen Nachfolger bringt, weil das sind eben einfach System-Seller für VR. Ja. Also ich bin auch absoluter Astrobot-Fan. Mega. Unterschätzt der Soundtrack, mega catchy, mega geil. Ja, absolut. Richtig, richtig gut. Und ich liebe auch diese Immersion und diese Größenwahrnehmung, diese Bossfights, die sehen hier Billo aus, aber wenn du das in VR siehst, die sind riesengroß vor dir. Das ist so geil. Das ist, wie du gesagt hast, das ist so ein anderes Erlebnis. Das kann man einfach nicht so in Videoform beschreiben. Und ich mag auch diese Spielmechanik, dass du als Player mit drin bist und zum Beispiel dich dann um Ecken drehst und guckst und da dann vielleicht siehst, ach guck mal, da ist ja ein Geheimnis. Und dann schickst du erst Astro dahin, um ihn zu holen. Für mich auch in meiner Top 5, ich weiß nicht, welchen Platz, 4 oder 5 oder so in dem Bereich. Ich hatte die 5. Ja. Bei mir auf Platz 4 oder 5 oder so. Einfach ein grandioses Game und da muss mehr kommen. Ich möchte mehr von Astro in meinem Leben. Ich kann auch alles bei Astros Playroom verstehen, aber ich finde Astrobot nochmal ein Stück geiler. Und deswegen, für mich ist das hier auch in der Top 5 drin. Also können wir irgendwie zwischen Ratchet und Clank und Kirby packen, meiner Achtung. Ich habe jetzt zwar Astrobot Rescue Mission nicht gespielt, aber ich habe Fabian, ein alter Podcast-Kollege, der hat das auch unfassbar beschwärmt. Super knuffig und einfach. Ich habe schon mal in VR ein Astrobot-Spiel gespielt, weil es gab, glaube ich, so eine Tech-Demo. Genau, und da gab es ja auch dann die Möglichkeit, dass du quasi so ein Level oder sowas spielst. Und allein da ist es einfach cool, wenn du dann da so Plattformen, also so guckst du dann quasi, wie Astro so quasi da langläuft und dann, wie du ihn runterspringst, du musst ja quasi das Ganze verfolgen. Das ist anderes Gefühl, auch für die Distanz, weil du siehst dann zum Beispiel einen Sprung anders, weil du nicht so, also du kannst einfach besser wahrnehmen, einfach wie weit du springen musst. Und dass die Gegner dann auch auf dich reagieren und dir Tinte ins Gesicht schmeißen oder Äste sind dann vor dir, da musst du dann erstmal so durchgucken und so. ist einfach so geil. Ja. Eigentlich so eine Serie, die unbedingt weiter ausgebaut werden muss. Ne? So auf jeden Fall. Es gibt ja auch Gerüchte, also da hoffe ich ganz, ganz doll, dass da noch mehr kommt. Es muss einfach. Also wenn die da keinen Nachfolger bringen, dann verliere ich meinen Glauben, echt. Ja. Okay, wir haben jetzt Astrobot Rescue Mission. Für mich auf die 5. Können wir das gerne auf die 5 packen und die anderen beiden runterpacken oder so. Ja, sehe ich genauso. Und gerade im Hintergrund läuft gerade Outer Wilds, ne, Musik. So, muss ich mal hören. Liebe ich die Mission. Für VR. Das Problem ist natürlich, dass jetzt dadurch, dass es VR ist und jeder nicht die Hardware hat, haben das nicht viele spielen können. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist leider ein Problem natürlich. Ne? Das ist genauso wie mit Core Gang auf der Wii. Aber das Spiel würde auf einem Fernseher nicht funktionieren. Das Ding muss in VR sein. Das ist ja komplett drauf aufgebaut. Und übrigens jetzt schon wieder ein Spiel von Japan Studios, die Sony ja geschlossen hat. Great move. Jan, dann kannst du jetzt. Du bist dran, ja. So, in einen Pot. Ich habe auch noch einen Pick, da werdet ihr mich schon wieder auslachen. Oh nein, ich ziehe gleich Platz 1. Zu Mario 64. Mario 64. Das ist Mario 64 für mich. Ja. Ja, auch natürlich, das war für mich so ein Ding. Boah, objektiv gesehen, Super Mario Galaxy oder Super Mario Odyssey. Wenn du das mal anguckst, sind so spielmechanisch einfach so viel geilere Spiele. Das muss ich auch zugeben. Aber ich habe so krass Nostalgie für den ersten Teil. Ich habe den so geliebt damals als Jugendlicher. So rauf und runter gezockt. So gesuchtet und so. Und halt auch so das erste große 3D-Spiel, an das ich mich erinnern kann. Das war auch so ein Eye-Opener und so. Und einfach ein Legendenspiel mit unendlich legendären Leveln. Musik, die jeder bis heute noch kennt. Und auch ein Spiel, was heute noch in der Speedrun-Community rauf und runter gezockt wird, ne, mit seiner perfekten Steuerung. Dementsprechend habe ich mich hier für Mario 64 entschieden auf Platz 1.
Okay, jetzt muss ich, wie fange ich das jetzt an? Also Punkt Nummer eins, ich habe mir bei Mario erlaubt, 2 Picks zu nehmen. Ist okay. Kann ich schon mal sagen. Das sind aber beide nicht Super Mario 64. Aber dieser Teil ist für mich, also ich habe den gespielt, da war ich glaube ich 22 oder sowas. Und zwar in meiner Ausbildung. Auf meinem Arbeitscomputer per Emulator, während keiner zugeguckt hat. So. Klingt jetzt total bescheuert, aber dieses Spiel, mit wie die Art, ich wusste ja nicht, wie das Spiel ist. Ich habe keine N64 gehabt, ich habe natürlich den Hype damals schon mitbekommen, habe mal irgendwie im Kaufhaus gespielt und so mit dem Stick, das war schon sehr beeindruckend mit 3D, aber ich war halt eben PlayStation-Kind. Und dieses Spiel hat dann plötzlich bei mir etwas ausgelöst, weswegen ich überhaupt hier sitze und sagen kann, 3D-Plattformer ist eins meiner Lieblingsgenre, weil ich das unfassbar gefeiert habe, wie man dort in der Welt rumläuft, und sich einfach überlegt, ich könnte jetzt hier, da, viermal stampfen und dann plötzlich kriegst du einen Stern. Und das ist einfach diese Art und Weise, wie das Spiel aufgebaut ist, vom Movement und das auch noch nach vielen Jahren immer noch absolut geil spielbar ist. So, es funktioniert immer noch gut. Das hat einfach bei mir eigentlich einen wichtigen Nerv getroffen. Ja. Und deswegen ist es verdient und zu allem höchsten Respekt hier drin. So. Ja, ich finde es auch. Andi mag das bestimmt auch, aber sehe ich das schon in seinem Gesicht. Es ist ein Meilenstein, da müssen wir nicht drüber reden. Und ich glaube, das komplette Genre verdankt diesem Spiel irgendwo auch seine Daseinsberechtigung. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Und ich verbinde mit Mario 64 wahrscheinlich einen der wichtigsten Gaming-Momente meines Lebens, nämlich wo ich dann mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, mit 11 oder so, ins Kaufhaus gelaufen bin nach der Schule, um Mario 64 an so einem Aufsteller zu spielen, noch bevor ich die Konsole hatte. Und als ich erinnere mich noch daran, wie ich eben zum ersten Mal Mario in 3D gesteuert habe und einfach dieses Movement mein Hirn rausgeballert hat, wo ich den Charakter einfach nicht mehr von links nach rechts steuere auf einer Ebene. Ich kann ihn in 3D steuern und je mehr ich den Analogstick bewege, umso schneller wird er und ich kann bestimmen, ob ich kriechen soll oder laufen muss und so. Unfassbar. Aber ich finde, so genial das Spiel ist, so viel Frust hat es auch. Ich habe es einmal in meinem Leben durchgespielt und ich bin heilfroh, dass ich es getan habe und ich muss es nicht nochmal durchspielen, weil die späteren Welten sind meines Erachtens nach ein absoluter Krampf und das hat viel mit der Steuerung und, nicht mit der Steuerung, mit der Kamera zu tun, denn es war halt das erste Spiel, das probiert hat, eine frei drehbare Kamera zu implementieren auf den C-Sticks, C-Buttons und die hangen schon mal ganz oft und so weiter. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und es gibt einfach andere Mario-Spiele, die das genommen haben, was Mario 64 gemacht hat und einfach verfeinert haben, gepolished haben. Ja, natürlich spielt da Erfahrung mit und Technik und alles drum dran. Und so sehr ich dieses Spiel vergöttere, ist es nicht mein liebstes Mario-Spiel, das ist ein anderes. Hast du es auch nicht auf der Liste? Nein. Und du auch nicht, ne? Ich auch nicht. Oh, umso froher bin ich, dass ich das gemacht habe. Ich habe mir das so ein bisschen gedacht, dass ihr das so ein bisschen in die andere Richtung geht. Und ich habe ja auch vor der Ding schon gesagt, ich war ein bisschen klassischer dabei. Aber dieses Spiel muss irgendwie auf diese Liste. Und wenn es nicht auf 1 ist, aber es muss hier mit drauf. Eine Sache übrigens noch, wir hatten Astrobot Rescue Mission auf der 5 vor Kirby und alles andere runter. Und du hast es jetzt einfach auf die 7 gepackt, um uns... Wo muss das hin? Also Astrobot ist deutlich vor Ratchet & Clank, A Crack in Time. Und ich finde es auch besser als Kirby. Wir wollten es auf der 5 haben. Wir hatten es beide auf der 5. Glaube ich, oder auf der 4. Genau, du musst quasi alles ab der 5 einmal noch runterziehen. Und jetzt bezüglich Mario, absolut, wenn ich jetzt die Wahl habe, ich müsste ein 3D-Mario spielen, durchspielen oder müsste, darf, dann würde ich auch sagen, ey, ich zock, glaube ich, lieber Galaxy oder Mario Odyssey oder so. Und ich liebe auch Sunshine damals, das war mein Gamecube-Spiel. Das ist für mich aber wirklich so ein richtiger Nostalgie-Pick. Ich weiß noch, ich habe mir das N64 damals selber gekauft. Ich war da Kieler Express austragen und mit austragen meine ich so ein 20er-Stack in irgendein Hochhaus reinschmeißen und wegrennen. Aber ich habe das Geld bekommen und ich habe mir das Spiel gekauft und die Konsole und ich habe damit so viel Nostalgie und deswegen ist es für mich hier drin. Wir müssen es jetzt nicht ganz nach oben packen. Wir können es aber temporär erstmal nach oben schmeißen. Ich diskutiere mit euch aber gerne noch über andere Spiele, die wir da nachher hinpacken können. Oder packst du auf die 2 erstmal oder was weiß ich. Ja, weil ich habe ja Rift Apart noch wohlgemerkt auf der 2, ne?
Ja, genau, wir können, ja, dann können wir auch nochmal diskutieren darüber. Wenn es dir so wichtig ist, ich hab's auf der 1 gehabt. Nee, dann mach es doch direkt über Rift Apart. Finde ich ganz gut. Also musst du jetzt nicht auf die 1 packen, ja, auf die 2 packen. Weil ich glaube, das wird sich sowieso noch ein bisschen ändern. Dann bin ich wieder dran. Übrigens, das Karma kam zurück. Hier vorm Haus ist so ein Stromkasten, da ist so ein fetter Stack Zeitung, so im Komplettpaket, wo irgend so ein Austräger, so ein Mädchen oder Junge einfach auch komplett das Ding raufgestellt haben und sich verpisst haben. Oh, ich hab das jetzt auch noch nicht weggeräumt. Ich pack das doch nicht in meinen Müllcontainer. Das ist so ein... Sollen die mitnehmen wieder, ey. Also meine 2 Rift Apart, ne, damit ihr es auch seht. Das ist meine 2, ja, aber dann kann ich das ja weglegen. Ja. Dann kann ich was anderes ziehen. Und dabei handelt es sich um mein Platz 5. Völlig überraschend, auch selbst für mich. Rayman 2 The Great Escape. Gutes Spiel. Ich habe die Revolution-Variante gespielt auf der PlayStation 2 und das erst vor 2-3 Wochen oder sowas. Hat aber jetzt für mich einen hohen Stellenwert, auch allein deswegen, weil ich das auch mit meinem Sohn gemeinsam spiele. So, wir haben das bei ihm aufgebaut in seinem Zimmer und jeden Tag immer so, hey Papa, wollen wir ein bisschen Rayman weiterspielen und so, yo, habe ich auch Bock drauf. Und Rayman ist als Figur hat bei mir, obwohl ich gar nicht so dermaßen viel mit ihm früher zu tun hatte, ist er mir immer sehr sympathisch gewesen. So allein so von seinem ganzen Design, dass er halt eben keine Arme und Beine hat, die ganze Welt mit Globox und sowas. Und in Rayman 2, The Great Escape, ist halt genau diese Art von 3D-Plattformer, die ich total feier. Du hast so eine Hub-Welt mit verschiedenen Geheimnissen. Mhm. Dort hast du den Zugang zu verschiedenen Levels. Hat so ein bisschen Metroidvania-artige Elemente, dass du dann plötzlich Fähigkeiten bekommst. Dann kannst du dann wieder plötzlich in andere Gebiete reingehen. Und so erschließt du dir eine kompakte, aber nie zu große, trotzdem immer noch erkundbare Welt. Das Spiel hat auch Plattformer-Passagen, die cool sind und ein paar Minispiele, die immer wieder drin sind, die auch eigentlich nie frustrieren, das muss man auch sagen. Also das hat mich sehr überrascht. Es ist auch selten wirklich enorm frustig. Es gibt manchmal so ein paar Dungeons, sag ich mal, die haben schon sehr anspruchsvollere Plattformer-Passagen und auch manchmal ist so die Hitbox nicht so richtig perfekt gelöst. Aber es hat mega Spaß gemacht. Also ich muss sagen, es ist für mich eines der besten 3D-Plattformer. Cool. Bevor Andi sich da ausführlicher drüber äußert, wir hatten vorweg drüber geredet, welche Spiele man unbedingt gespielt haben sollte und da sagtet ihr beide Rayman 2 und ich habe ja auch noch mal reingeguckt. Muss ich sagen, ich habe es aber nicht sehr weit gespielt, aber das, was ich gespielt habe, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann da Matthias irgendwie eine zustimmen, es hat eine schöne Hub-Welt. Man muss sagen, die Steuerung mit der Kamera ist ein bisschen, ne, dass man mit L1 und R1 die Kamera dreht und nicht über den Stick, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat halt seine altersbedingten Dinger, sieht aber, finde ich, immer noch mega gut aus, läuft super geil und ist halt wirklich auch, wie du schon sagst, so richtige Spielspaßgranate, ne? Mhm. Ja, schönes Ding. Witzig, ja, auf der PS2 muss man die Kamera mit L1 und R1 drehen, echt? Ja. Und dann haben die auf das von der Dreamcast-Fassung übernommen. Ja, wahrscheinlich. Auf dem N64 konntest du das mit den C-Sticks machen. Ich habe Rayman 2 auch in meiner Top 5. Das kommt bei mir auch nochmal vor. Ich liebe dieses Spiel. Das ist für mich ein tatsächlich perfekter Plattformer für das, was es tut. Und ich habe es zum ersten Mal vor 13 Jahren gespielt, auf der Dreamcast, habe ich es nachgeholt und habe dazu sogar ein Video gemacht. Also wenn ihr meinen Rayman 2 Videotest sehen wollt, erschien 2013 auf meinem Kanal. Und dann gab es das Spiel ja nochmal auf dem 3DS als Launch-Titel und das habe ich damals tatsächlich zum Launch gekauft und habe das in 3D nochmal durchgespielt und das ist richtig cool. 3D-Effekt bei dem Spiel ist top. Das ist auch nochmal der Port der Dreamcast-Fassung und kann ich eigentlich alles unterschreiben, was der Matthias gesagt hat. Ich finde es witzig, wie Rayman quasi so, das ist so die Recycling-Maschine von Ubisoft, die holen quasi die ersten 3 Teile immer raus und machen Rayman 3D auf den Teil und dann 3DS auf den Teil und sind immer die alten Teile so quasi nur auf neuen Dingen. Aber ja, wie gesagt, also ist ein wirklich tolles, toller Plattformer, der alles richtig macht in meinen Augen. Also in meinen Video-Reviews sage ich das. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber ich meine, Rayman 2 wurde auf 11 oder auf 14 verschiedene Systeme geportet. Boah. Ubisoft. Ja. Auch aufs N-Gage wahrscheinlich zu der Zeit, oder? N-Gage weiß ich nicht, aber auf dem GBA und auf dem Game of Color und so.
Ja, cool. Was hattest du? So, welche meine Platz 5 war das. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen verschieben. Anja hat das auch in seiner Top 5. Ich hab's auch in meiner Top 5, ja. Das müsste eigentlich unter Rift Apart oder so, oder dazwischen irgendwie. Ich hab's auf der 4. Ihr müsst es aber, wir dürfen nicht vergessen, dass ihr beide das in der Top 5 habt und ich hab nur Super Mario alleine. Deswegen, es ist zwar meine 1, aber, boah, da müssen wir diskutieren. Weil ja, das ist... Noch andere. Also Rift Apart hat den Status, dass ich es sehr weit oben hat und Andy hat es relativ unten. Das heißt, es mittigt sich so. Super Mario 64 hat bei dir so einen hohen Stellenwert. Deswegen aber ihr habt es gar nicht. Genau, das musst du auch bedenken. Und Rayman 2 haben wir beide in der Top 5. Also müsste das ist schon und ich würde jetzt, also ich finde es auch gut. Ich habe es nur nicht ganz durchgespielt, um das jetzt irgendwie zu bewerten zu können. Ich habe es eine Stunde oder so gezockt. Das ist halt nichts. Also machen wir es so, wir setzen einfach mal das alles ein bisschen runter. Ja, setz es mal runter und dann kommen wir noch mal Raymond da auf die 3 oder was weiß ich, ne? Ja, genau. Oh, jetzt hab ich's und zu. Ubisoft, ich weiß, dass sie zuguckt, gebt uns ein 3D Rayman, bitte. Und Ubisoft regt sich gerade auf. Prince of Persia ist natürlich ein 3D-Plattformer, ist was los? Das bleibt. Das wäre dafür, die kämpfe ich dafür. Rayman 2, The Great Escape. Ja, also Rayman, keine Ahnung, den siehst du, wie gesagt, als DLC vielleicht nochmal bei For Honor, wenn er dann auf einmal kämpft. ohne Arme und Beine. Ohne Arme, die fliegen die Schwerter einfach los. Das sieht aber gerade echt komisch aus. Rayman 2 vor Mario 64, ey, wir werden gelünscht, aber... Ja, aber das ist dann noch nicht final und jetzt kommt vielleicht das eine oder andere Mario, ne? Ja, genau. Bin ich jetzt wieder? Ja, du bist wieder, genau. Ich bin wieder... Hier, Teil 4, Platz 4, Rayman 2, kann jetzt wieder weg. Platz 4 und Platz 5 haben wir es, okay. Genau, Platz Nummer 3, habe ich ein ehemaliges N64-Spiel, was ich aber in der Xbox Classic-Fassung auf die Liste packen möchte, nämlich Conker Live and Reloaded. Conker. Ist Conker wirklich ein 3D-Plattformer? Ist er es? Oder ist es eher ein Action-Adventure? Also Conker würde ich jetzt nicht als Action-Adventure bezeichnen. Nee, das Ganze Platforming? Ja, natürlich. Ey, mal ehrlich. Conker ist ein ganz klassischer Plattformer. Also von ein klassisches Action-Adventure. Nur eben mit einem Twist, dass du da eben keine Sterne sammelst oder Honigwaben oder so. Du gehst eben von... Ja, einen du löst Quests, anderen. Du hilfst Mitmenschen, indem du ihnen Aufgaben erfüllst. Wie du das immer jetzt versuchst, Chat, ist Conker ein Action-Adventure oder ein 3D-Plattformer? Nein, komm auf. Aber für mich ist es ganz klar ein 3D-Plattformer und ich finde das halt mutig von Rare, was sie mit Conker gemacht haben und ich finde das auch clever, was die gemacht haben, weil Conker wurde ja damals als 12 Tales Conker 64 abgestraft, weil das halt zu sehr nach Mario 64 aussah und auch zu sehr nach Banjo-Kazooie aussah damals. Und wer das Ganze gespielt hat, der wird sich wahrscheinlich totgelacht haben, denn es gibt so viele geile Ideen, Anspielungen auf Kultur, auf Film, auf Spiele, es gibt Flüche ohne Ende und auch den einen oder anderen richtig ekligen Moment, daher ganz, ganz klar ein absolutes Must-Play. Aber der Chat ist sich auf jeden Fall nicht sehr sicher, was es ist. Kevin Bacher hat 5-mal Action gespielt. Nee, das sind alles unterschiedliche Kevin Bachers. Ich kenne auch 10. Das sind alles unterschiedliche Kevin Bachers. aber ja, ich finde Conker auch cool. Ein geiles Spiel, ist ein Kultspiel, geiler Humor, wie du schon sagst. Ich habe es jetzt hier nicht reingenommen, weil es für mich jetzt wirklich auch, wirklich, ich meine es jetzt auch ernst, nicht so wirklich ein 3D-Plattformer war. Und ich muss auch sagen, das Spiel, du hast aber auch die Live- und Reloaded-Version genommen. Ich finde es in der N64-Variante ist das schon echt kacke gealtert. Also das Springen... Das ist steuerungstechnisch kacke gealtert. Ja, ist das schon wirklich eine Katastrophe. Und die Unterwasserpassagen sind kaum noch spielbar, finde ich. Ich hab's auch bei meiner auf der Xbox entschärft worden. Also Xbox ist nicht nur ein grafisches Remake, es ist tatsächlich auch spielerisch entschärft worden teilweise. Wurde es aber nicht auch gecuttet auf der Xbox? Nein, also was gecuttet wurde, ist, dass Schimpfwörter ausgebiebt wurden. Ja. Aber trotzdem bei den Untertiteln weißt du halt, was da steht oder was damit gemeint ist. Und erstmal ehrlich, also ich nehme lieber so einen Cut. Und hab dann am Ende so ein richtig geiles Fall. Guckt euch doch mal die Grafik an. Das Ganze könnte heute als Xbox One-Spiel durchgehen. Ist das eigentlich abwärtskompatibel?
Ja, voll. Boah, geilo. 4K, ich habe das erst vor 2 Jahren zum Geburtstagsstream habe ich das gespielt auf der Xbox Series komplett. Da steht ja sogar oben Xbox Enhanced. Ja, mega, ja, sieht echt gut geil aus. Ja, also man muss sagen, ist schon krass, hat legendäre Szenen, ne? Der Scheißhaufen, das ist einfach Kult. Wenn du da mit deinem Klopapier wirfst und der singt dich dazu und so, das ist einfach, das ist das Level, wo du hinkommst zum... Und alleine, dass Conker die Gasmaske aufhat und so. Ey, mega, also das ist schon ein geiles Game, das will ich gar nicht bezweifeln. Oder wo du die kleinen Teufel anpinkeln musst, um die zu löschen und so. Die Kuh später und so, mit dem Dino und ja, die Matrix, jede Szene ist ja da. Der Tod alleine schon der die Katzen nicht mag und so. Das ist so die geil, Grundprämisse, ey. Warum du überhaupt, warum du losziehst, nee, nicht warum du gesucht wirst, ne? Ich brauch was für meinen Tischbein, es muss genau Eichhörnchen groß sein. Deswegen wirst du gesucht. Super, also, ist ein geiles Game. Aber ich habe es jetzt nicht als 3D-Plattformer so hier wahrgenommen. Aber klar können wir das ja gerne raufpicken. Was sagt Matthias denn? Ja, ich habe es nie gespielt. Kenne natürlich den Grundstatus. Das musst du nachholen, echt. Ja, vor allen Dingen, weil da weiß man ja auch nie so genau, welche Version man nehmen sollte. Aber ihr habt jetzt gesagt, die Xbox-Version definitiv. Ja, wird auf jeden Fall mal auf meiner Liste landen. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von so Pipi-Kaka-Humor, ist eigentlich gar nicht so meins. Aber das ist cooler Pipi-Kaka-Humor. So South Park und so, deswegen habe ich jetzt immer so ein bisschen... Ja, aber auch alle Anspielungen, Matrix, Soldat James Ryan, Bram Stoker's Dracula, das wird alles durch die Kakao gezogen. Ja, und das ist auch nicht so dumm, wie es klingt. Es hat schon so ein paar intelligente Sachen, auch mit Wortwitz und sowas. Das ist schon nicht, also, das ist schon cool. Ja. Und du hast ja Rare Replay, kannst du es dir ja auch zocken. Da kann man es ja auch zocken. Ja, stimmt. Aber das ist die Xbox, Quatsch, die N64-Fassung da drauf. Okay. Also, oder kannst du einfach das. Hast du das nicht letztens gekauft, sogar auf dem Flohmarkt? Ich? Oder. Ja? Nee, den Konko habe ich nicht gekauft. Würde ich gerne mal, aber. Okay. I am the great mighty. ja, genau. Der Scheiß noch. Okay, das ist jetzt Platz 3 beim Andi gewesen. Ich hab's nicht auf der Liste. Jan, die 3 hast du. Boah, das hast du auf die 3. Ich hab's auf der 3, ja. Hast du das drin, Jan? Ja, der muss es aber. Es muss hinter. Macht. Es muss super hinter Super Mario 4, hinter Ratchet und Clank, weil das ist Matthias 2. Also, das ist das früheste, wo wir es reinpacken dürfen. Und ja, Super Mario ist meine 1. Du hast es auch nicht auf der Liste, ne? Ich hab's auch nicht auf der Liste. Ist für mich halt ein Action-Adventure. Ja, also ich glaube, es wäre jetzt am besten, wenn es hier auf die 6 landet. Ist das ein Action-Adventure? Hey, also Platforming in dem Spiel, also wie gesagt, was musst du da? Du musst Bienenwaben transportieren, Scheißhofen hochrollen. Das ist ja nur, das ist ja mehr so dieses Ganze, was du im Conker, was du in Banjo-Kazooie noch für das Einsammeln von Gegenständen gebraucht hast, wirst ja hier einfach nur so für Story-Quests benutzt und so. Ja gut, ich weiß nicht. Naja. Die neuen Actionhelden Lara Croft, Nathan Drake und Conker. Naja, okay. Du bist okay. Dran. Ich bin dran. Ja. Okay. Mal gucken, was ich jetzt hier rausziehe. Oh ja. Oh, Baby. Ratchet and Clank. Ach, Ratchet and Clank. Jack and Dexter. Jack and Dexter. Mein Platz 3 ist Jack and Dexter Teil 1. Teil 1? Ich dachte, der zweite. Was? Ich dachte, du nimmst jetzt den zweiten. Nö, der ist für mich ein Action-Adventure. Ja, genau, der zweite ist ein Action-Adventure. Der erste ist halt noch richtig, richtig klassischer 3D-Sammelmarathon und einer der coolsten, den es gibt. Ich liebe das Spiel vor allen Dingen für seine unfassbar geile Welt, die gefühlt aus einem Guss ist. Dieses Spiel hat nahezu keine Ladezeiten. Es ist alles eine riesig große Welt, wo du von einem Gebiet quasi ins nächste fährst oder mal zu einer Insel schwimmst. Es macht unglaublich Spaß. Du hast halt mit Dexter so einen kleinen Sidekick, der die ganze Zeit witzig ist. Mal ist er witzig, mal ist er auch nervig albern, aber irgendwie immer charmant. Du hast tolle Mechaniken und es macht total viel Spaß, diese ganzen Orbs einzusammeln. Das ist eins meiner Lieblings-PlayStation-2-Spiele aller Zeiten. Ich habe es auch nochmal in der Remastered-Version für die PS3 nochmal durchgespielt, inklusive Platin-Trophäe. Ist halt für mich ein absolutes Kult-Game und so. Und ja, Jack and Dexter. Ne? Andi. Willst du, Matthias, oder soll ich? Erstmal. Okay, was kommt? Ich habe so viele 3D-Plattformer gespielt. Ich habe auch hier neben den 10 oder 15, die ich jetzt hier mitgebracht habe, noch bestimmt 20 andere notiert. Aber das habe ich noch nie gespielt. Oh, krass. Ist noch auf meiner To-Do-Liste. Ja, das macht. Aber was heißt nie gespielt? Ich habe es gespielt, immer mal wieder reingeschaut. Habe ich auch gerne mal, wenn ich so einen Emulator teste oder so, oder eine neue Maschine, wo ich dann sage, okay, kann das Spiel Jack und Dexter abspielen? Aber ich habe nie lange gespielt. Okay. Halbe Stunde Maximum irgendwie. Ich habe das gespielt, weil das war schon immer irgendwie
auf einer, ich sag mal so, wie kann man das nennen? Wenn du so, es gibt so Spieleserien, die hast du verpasst, aber irgendwie weißt du, das will ich unbedingt mal spielen. So, und Jack and Dexter war ja, das auch gerade so ein Ding. Genau, das ist so ein Ding gewesen von Naughty Dog und so, sehr beliebt. Ich habe das dann nachgeholt, den ersten Teil und auch den zweiten. Der zweite hat mir leider gar nicht gefallen. Der erste ja, der hat ist halt mir, anders, ne? Ja, der ist halt anders und der hat irgendwie, vielleicht war es auch ein falscher Zeitpunkt, ist ja egal. Aber ich habe den ersten Teil dann gespielt. Der wäre jetzt so ein bisschen in meiner erweiterten Liste. Finde ich cool. Ja. Ich mag Dexter tatsächlich, also dieser Sidekick, der ist so, der ist im Vergleich zu Clank zum Beispiel einfach alberner, geschwätziger, so ne, wie, weiß ich, der Esel von Shrek und sowas. Ich mag ja, die Levels und so und gerade was du sagtest, dass du halt eben so, dass wie auch so ein Guss ist, dass du wirklich recht flott durch die Welt kommst, coole Rätsel hast, coole Plattformpassagen. Was mir allerdings nicht gefallen hat, weswegen es so ein bisschen hinten runterfällt, ist, das Sprungverhalten. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass du bei Jack and Dexter nicht, ich habe das schon mal versucht zu erklären, das war schon damals schwierig. Du springst immer nur am höchsten Punkt, doppelt. Das heißt, du springst und dann musst du, wenn du am höchsten Punkt musst, du nochmal drücken. Und normalerweise kenne ich das aber so, du springst und dann, wenn du einfach, egal wann du es machst, auch wenn du es unten machst, nochmal drückst, dann machst du einen Doppelsprung. Das ist aber bei Jack and Dexter nicht so. Und ich kam darauf nicht klar. Ich habe so oft Sprungpassagen gehabt, die ich verkackt habe, Bosse, wo ich gescheitert bin, weil ich ständig auf Plattformen nicht springen konnte, weil ich es gewohnt bin, du springst so und dann springst du nochmal. Und hier ist es so, du musst springen und wenn du den höchsten Punkt hast, musst du nochmal springen, dann kannst du erst die Plattform erreichen. Wenn du das nicht schaffst, bist du, also ich war zu dumm dafür, das hat mich mega abgefuckt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gesagt, mir ist diese Problematik überhaupt nicht bewusst. Ja, mir schon. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das auch angesprochen habe in meinem Discord und so, da haben mir Leute das erklärt. Ist auch egal. Letztendlich muss ich sagen, ist ein cooler Collectathon, super charmant. Ich mag die beiden, dieses Helden-Duo sehr, sehr gerne. Und eigentlich so eine Serie, die würde ich gerne noch auch mal, also gerade im zweiten Teil, noch mal eine zweite Chance geben irgendwie. Wenn du Dexter cool findest, dann musst du mal Dexter spielen auf der PSP. Habe ich auch gehört, ist auch nicht so schlecht, ne? Was ist das? Ich habe es auch nie gespielt. Was ist das in Richtung? Ist das ein... Ist ein 3D-Plattformer. Ach so, einfach ganz normal straight. Ja, okay, cool. Ja. Ja, hoffen, dass der vielleicht, wird der ja bald mal auf die PS5 geportet. Die sind ja relativ aktiv mit PSP-Games, was ich ganz cool finde, weil ich so PSP nie so wirklich mitbekommen habe. Also, finde ich ganz nice. Es ist meine Platz 3. Ihr habt es beide nicht. Dann kann es ja höchstens so im Conker-Bereich sein, aber wenn Andy und ich beide Astrobot Rescue Mission so schön preisen, dann würde ich das sogar noch hinter Astrobot einsortieren, wenn es nach mir geht. Als Initiator kannst das ja, also wenn das für dich wäre für mich okay, also wenn wir beide sagen, Astrobot ist cool. Ist unser Ding. Ich glaube, wenn Andy Jack and Dexter spielen würde, wäre auch noch wahrscheinlich so, aber so lassen wir es erstmal. Wahrscheinlich, aber kann ich nicht beurteilen. Ja, man muss auch sagen, bei mir ist da sehr viel Nostalgie mit drin. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wenn ich das heute nochmal spielen würde. Ich glaube, das Spiel hat eine PS3-Teil ist schon 10 Jahre her. Ich glaube, das hat eine nicht umkehrbare Kamera. Das hat, glaube ich, der Marcel auch gerade im Chat geschrieben. Also die Kamera ist invertiert. Und die kannst du nicht umstellen in den Versionen. Das heißt, du musst dich dran gewöhnen. Und das auch nicht bei der, PS3-Version oder so? Auch nicht da? Ich weiß, dass das bei der PS2 so war. Ja, das sind alles Sachen, da weiß ich alles nicht mehr. Ne? Aber für mich ist das einfach so ein Nostalgie-Ding. Probierst du Neo Scheiß, ist auch richtig gut. Probier bitte nochmal Jack and Dexter aus. Also gerade ihr beide. Also gerade man Jansel aus nostalgischer Sicht und Andi, der das einfach mal nachholen will. Ich würde mich interessieren, wie euch das gefällt heute. Okay. Ich habe nur noch 3 Sachen. Ich werde in der nächsten Controller-Posi-Folge drüber. Und hier, Jack and Dexter ist... Was? Mein Platz 4 kommt jetzt. Den haben wir noch nicht genannt. Auch ein Klassiker und ich glaube, der wurde schon oft... Der wird schon heiß erwartet. Das ist Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Den habe ich natürlich auch auf meiner Liste. Habt ihr alle beide Banjo oder Banjo-Tooie? Yes. Ja. Ich habe Banjo-Kazooie. Genau. Ich habe Banjo-Kazooie. Auf Platz 2 habe ich es. Okay, also ich habe es auf der 4. Ich habe es erst... vor einem Jahr zum ersten Mal gespielt über die Xbox, also über Game Pass und so. Natürlich ganz, ganz viel schon drüber gehört. Und ich war vollkommen geflasht, wie gut sich das alles noch steuert. Also ich persönlich kann das immer wieder anschmeißen. Erst letzten Donnerstag erst wieder gezockt, nach langer Zeit. Ich kann es anschmeißen, ich kann mit ein bisschen Eingewöhnungszeit mich an das Movement gewöhnen. Ich liebe einfach die Art und Weise,
wie fröhlich das Spiel ist, wie bunt das Spiel ist. Manchmal kann das natürlich nerven mit diesen ganzen. Es nervt. Oder Gibberish nennt sich das. Genau, es gibt so ganz viel so Sachen, die vielleicht so manchmal ein bisschen kindisch wirken, aber grundsätzlich so diese Essenz des Spiels, dass du ein Level vor dir hast und dann erstmal so, okay, dann hier da hinten ist irgendwie so ein Schneemann und dort ist irgendwie ein Weihnachtsbaum und du hast so verschiedene Dinge. Ich liebe das einfach. Das ist so eine. Besten Winterlevel aller Zeiten. Ja, ich habe das. Die Schneemänner, die fucken einen schon ab, wenn die dich andauernd abschießen mit den Schneebällen. Das habe ich ja also am Donnerstag gespielt, genau dieses Level. Und das war zum Teil war es echt crazy, aber ist ja egal. Aber dieses. Das liebe ich einfach grundsätzlich. Ich mag die Musik, aber ich mag vor allen Dingen so dieses: Du hast ein Level vor dir, das ist nicht allzu groß. Du erkundest das mit der Zeit. Die Collectathons, die waren noch nicht so übertrieben viel. So, das waren schon viel zu sammeln, viele verschiedene Sachen, aber irgendwie. Das ist doch alles so überschaubar für mich und die einzelnen Challenges, du hast immer ein Schmunzeln auf den Lippen, wenn du irgendwie plötzlich dann ein Puzzleteil gewinnst, weil du dann, weiß nicht, einen Schalter gefunden hast oder was auch immer, finde ich einfach geil und deswegen, was mich ein bisschen nervt, muss man sagen, am Banjo, ist die Hub-Welt, die ist super verschachtelt und dann, ich glaube, der Andi war ja bei mir im Stream so, bei der einen Seite, du musst erstmal hier, musst du den Eingang freischalten, dann musst du aber woanders hingehen, um ins Level zu kommen und das ist einfach dumm, das ist nervig, aber ansonsten. Aber dafür sind die Level selbst halt richtig schön kompakt, ja, ne? nicht zu groß und so. Also hier machen wir und das Matthias, wenn du das aber schon schlimm fandest, dann spiel auf keinen Fall Banjo-Tooie. Ja, das habe ich auch irgendwie nicht so richtig vor, aber es ist ein gutes Spiel. Oh, was eine schöne Stimmung. Das ist gut, nicht das beste Winter, das beste Weihnachtslevel, sagen wir es mal so. Davon gibt es ja nicht viel, aber. Nee, ja. Eben. Ja, wie gesagt, Banjo-Kazooie bei mir auf der 4. Wie sieht es bei euch aus? Ja, bei mir auf der 2, du hast es gesagt, einfach legendäres Spiel. Auch das erste Spiel, wo ich diese, also ich habe es bei mir im Video auch gesagt, während es bei Mario 64 mehr auf dieses Platforming ankam, kam es ja bei Banjo-Kazooie darauf an, eher mit coolen Mechaniken, immer unterschiedlichen kreativen Mechaniken und Gimmicks und viele Sachen einzusammeln. Und das fand ich total geil. Ob du dich dann irgendwie in eine Spinne verwandelst oder hier, wie du gerade fliegen kannst, ob Kazooie Gummistiefel kriegt, um da durch einen Matsch zu laufen und so. Ich finde das alles total cool. Das ist ein bisschen fast schon wie ein Metroidvania und einfach ein legendäres Spiel. So schön kompakt rund in den Leveln und doch so kreativ und anders und einfach mega geil. Ja, ich habe es auch auf der 2. Für mich ist es einfach der Inbegriff des Collectathons. Ja, der beste. Perfekt ausbalanciert, nicht zu viel, nicht zu wenig. Du hast die Tricks, die du in den Welten lernst und das hält einfach das ganze Spielprinzip super frisch. Der Humor ist so teilweise unterschwellig. Ich kann nicht anders als davon zu schwärmen. Ich glaube, das ist auch das einzige 3D-Plattformer-Spiel, was ich in meinem Leben am meisten durchgespielt habe. Ich krieg das Ding inzwischen in, weiß ich nicht, unter 8 Stunden wahrscheinlich durch. Also man muss jetzt, ja, wenn du weißt, wo du hin musst und wo die ganzen Bilder hängen und so weiter. Ich kenne das Ding auswendig tatsächlich. Also ich habe das ich habe das 98 damals auf dem N64 gespielt, habe mir das gekauft und dann auf der Xbox gezockt, auf Rare Replay mit den Kindern inzwischen durchgespielt. Meine Kinder, ohne Mist, wenn du die fragst, was wollt ihr spielen? Banjo-Kazooie. Wen findet ihr cooler, Mickey Mouse oder Banjo? Banjo-Kazooie. Es ist total krass, die lieben Bär und Vogel. Das ist krank, cool. Aber geniales Spiel. Umso enttäuschter war ich dann von den Nachfolgern, aber das ist ein anderes Thema. Aber was ich auch cool finde, ganz kurz, was ich halt auch ganz nice finde, die gerade in vielen 3D-Plattformen gibt es Sidekicks und hier ist Kazooie einfach wirklich auch ins Spiel integriert als Gameplay-Mechanik mit verschiedenen Sachen. Eier werfen, fliegen und Special Moves und mit im Laufen auf so Stelzen und so auf seinen Beinen. Das ist ein bisschen Clank auch mit seinem Propellerkopf und Clank, so, ne? Okay, Clank auch durchaus. Aber dann ja, aber ohne die beiden gäbe es keinen Clank. Ja, das stimmt wahrscheinlich, das glaube ich dir. Die haben das ja überhaupt erfunden, dieses Hauptcharakter-Sidekick-Ding, das kommt ja alles von Banjo-Kazooie. Also, du hast es auf der 4, wir beide auf der 2. Keiner hat bisher ein Spiel so hochgewertet von allen drei. Pack es auf die 1 erstmal und Abfahrt. Wir können immer noch diskutieren, was vielleicht noch Chancen hätte. Aber wenn wir das alle schon irgendwie in unser Top 4 haben oder so, dann ist das schon. Einfach die Mechanik von Mario 64 genommen und hat die einfach in allen Belangen verbessert. Ja.
Gut. Außer selbst im Plattforming, im Sprungbereich. Da Andi muss man mal schon sagen, mit dem Dreier und ich so. Ich bin dran. Ja. Ich habe noch zwei, ne? Ich habe auch drei. Pinkeln. Ich muss gleich auch kurz aufs Klo. Gameplay an, gut. Dann geht's ab. Platz 2, Banjo-Kazooie. Okay, dann habe ich nur noch einen Platz, das ist mein erster Pick. Oh, ich gehe davon aus, dass es ein Mario-Titel ist. Zwei sogar, ich habe ein bisschen gecheatet. Oh, Mario Galaxy 1. Nämlich, genau, die beiden Mario Galaxy-Spiele, die ich quasi so als ein komplettes Spiel sehe. Und für mich einfach das beste Mario-Spiel aller Zeiten und einfach der beste 3D-Plattformer aller Zeiten, was an Kreativität, an Level-Design, an Spielzeit, an Musik, oh, der Soundtrack, Mann, in Teil 1. Ja, schön. Den habe ich inzwischen sogar auf CD und so weiter mir mal geholt, auf der Gamescom und so. Es ist unfassbar. Also ich glaube, das Mario Galaxy, das erste und ich glaube auch das einzige Mario-Spiel war, was ich in einem Rutsch durchgespielt habe. Also ich habe wirklich nichts anderes mehr gespielt als Mario Galaxy, um einfach an diese 120 Sterne zu kommen. Und Dann schaltest du Luigi frei. Und so. Das ist so geil. Und auch dieses, alleine die Idee, ne? die mit den Planeten und der Gravitation. Der Hub und so weiter, das war einfach perfekt. Es ist einfach in allen Belangen perfekt. Die Kreativität in den Welten und so weiter. Mir hat Yoshi gefehlt in dem Spiel und den haben die dann in Teil 2 reingebracht und dann haben die nochmal verbessert und da haben die sogar auch Welten vom N64 reingenommen und so weiter. Mega geil. Ich kann die Spiele halt immer wieder spielen. Immer und immer wieder. Ich habe das inzwischen mit meinen Kindern durchgespielt und so. Es ist einfach perfekt. Es ist für mich das perfekte 3D Jump'n'Run. So viele Wii-Spiele du hier mitbringst, ey. Das ist das dritte schon, also von deiner Top 10, ne? Ja, ich habe noch ganz viele Hidden Gems auf der Ja, ist ein geiles Game, ein Klassiker, ein All-Time-Classic oder so. Es kam bei mir leider so raus in so einem Alter, wo ich nicht mehr so richtig krass involviert war, so im 3D-Plattformer-Genre. Es kam auch so 2007, ne? Da war ich auch noch ein bisschen hart in der WoW-Sucht drinne. Da habe ich das nicht so ganz krass wahrgenommen, wie gut das eigentlich ist. Deswegen habe ich das jetzt nicht auf meiner Liste, da bin ich eher so der Mario 64 Man, aber natürlich ein absolut verdienter Pick hier. Ich habe es auch in der Liste, aber ich habe mich, es nicht so getrickst wie der Andi, sondern Mario Galaxy 2 genommen, tatsächlich, weil mit dem ersten, ich weiß auch nicht, also eine Sache muss man Mario ankreiden, und das habe ich auch schon im Chat gelesen, ist das Fuchteln. So dieses mit dem Wii-Mode und so drehen und sowas, das muss man mögen. Und auch mit dem, die Sterne zu schießen, damit du so, ist ja egal. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch sagen, dass Mario Galaxy, und bei mir ist es glaube ich auf der 3, meine ich, hinter Rift Apart, das ist einfach so pure Essenz von Spielfreude, auch wie bei Kirby, das ist halt Nintendo at its best. Kreativ sich einfach Gedanken machen, was kann man mit der Wii-Mode machen, was kann man mit diesem Thema Galaxie machen. Ich finde auch diese Atmosphäre in Galaxie super toll, also diese Heimatwacht da mit Rosalina und das ist glaube ich auch das erste Mario-Spiel, das ja wirklich einen orchestralen Soundtrack hat, der erstmal von vielen Fans damals, das weiß ich noch, sehr kritisch gesehen wurde. Aber eigentlich sich super schön integriert in die weite Ferne der Galaxie. Der zweite Teil hat einfach nochmal für mich, da waren einfach so, dass du, die einzelnen Level haben mir einfach nochmal ein bisschen besser gefallen. Ist aber auch, ich kann das eigentlich auch zusammenziehen, das ein Spiel. Yoshi war einfach eine coole Ergänzung und so weiter. Wenn du zwei hast und du, Mario, du hast beide, dann so, lass uns doch Teil 2 hier nehmen, sonst wird das ja auch ein bisschen... Das passt eigentlich. Also, dann kann ich auch die Ratchet & Clank Trilogie auf der PS3 hier nehmen, ist auch ein Spiel. Weißt du, deswegen, ja, also... Oder genau, die Prince of Persia Trilogie auf der PS3. Ich finde einfach auch so, dass, also die ganze, also jedes Mal, wenn ich ein Galaxy-Teil oder ein Galaxy-Level spiele, und das ist auch sowas, wo ich immer mal wieder reinspiele mit meinem Sohnemann, und kriegst halt immer ein Lächeln auf den Lippen. Das ist halt die ganze Zeit, das ist einfach cool, es macht Spaß, du fühlst so ein bisschen die Sprünge, das Feedback, dann fliegst du durch die Galaxis und die Ideen, das ist einfach absolut großartig. Auch die Steuerung fand ich jetzt nicht so wild. Das hat ja ausgereicht, wenn du ganz leicht mit der Wiimote so shakest. Das war jetzt nicht die Welt, damit er seinen Spin-Move ausführt. Das stimmt schon, aber das ist und schon das manchmal Schießen nervig. Mit den Sternsplittern war ja auch optional, hättest du ja gar nicht tun müssen. Ja, stimmt schon. Die 2 ist frei. Macht, sagen wir. Wollen wir es erstmal raufpacken? Könnte ich mitleben, es ist deine 1. Ich meine 3.
Und bei mir ist es gar nicht drauf. Ja, das ist wieder so der Knackpunkt. Das ist das Schöne an Banjo, das haben wir alle hoch drin. Ja, das stimmt. Weißt du? Das stimmt. So wie bei Kirby. Das ist so ein bisschen wie bei Kirby, ja. So ein schöner Konsenspick. Ich habe übrigens noch drei hier in meinem Pott. Soll ich machen? Ich habe zwei. Du bist dran. Ich bin fertig, genau. Okay. So, ich habe nichts mehr. Okay. Aber ich habe auch noch ein paar Doppelte bei mir hier drin. Also, Platz. Oh, jetzt wird es wieder. Ich habe schon damit gerechnet, dass du damit kommst. Ja. Platz 4 ist für mich. It Takes Two. Und ist das ein 3D-Plattformer oder argumentiere ich hier wieder gegen Windmühlen? Weil in meiner Welt ist das halt einer. Weil. Es ist halt, na klar, eine sehr moderne Ausrichtung und klar, der Koop überstrahlt ja genau einiges. Es ist so wie Ratchet & Clank. Du ballerst ein bisschen, du hast passt. Genau, aber bisschen, der Haupt. Plattforming ist schon ein großer Teil. Ja. Plattforming ist ein großer Teil. Im Großen und Ganzen liegt es daran, das Level von A nach B zu meistern. Und deswegen habe ich mich hier als. Ich habe es ja als 3D-Plattformer gezählt. Ich finde es eines der coolsten Spiele letzten Jahres. Mein Spiel des Jahres 2021. Ich hatte damit unglaublich viel Spaß. Eine Kreativgranate, dieses Spiel. Jedes Level, jeder Moment spielt sich einfach komplett anders. Die ganze Zeit hast du nur ein Lächeln auf dem Gesicht, weil dich das Spiel wieder vor ein Problem stellt und dir eine so clevere Lösung an die Hand gibt. Es macht einfach nur so unfassbar Spaß. Hinzu kommt halt diese Prämisse, dass ihr zwei kleine Puppen seid, die von eurer Tochter, ihr seid ein Ehepaar, verwünscht werdet, weil ihr euch nicht mehr, weil ihr euch scheiden lassen wollt oder nicht mehr vertragt und dann halt gemeinsam entkommen müsst und nur durch Zusammenarbeit halt wieder ja zueinander findet und dann erlebt ihr halt ein riesiges Abenteuer im kleinen Garten. Ihr kämpft gegen Ameisen, keine Ahnung, fliegt hier mit dem Flugzeug durch, wie ihr es seht und alles koopmäßig und alles funktioniert nur, indem ihr zusammen halt miteinander spielt und interagiert. Ihr seht es hier gerade, der eine fliegt, der eine steuert, der eine ballert und so. Das ganze Spiel, ein wahnsinniger Rausch, so viel Kreativität, so viel unterschiedliche Mechaniken. Alles funktioniert aber irgendwie und macht Spaß. Sieht darüber hinaus auch unfassbar geil aus und ja, ich finde ein richtig, richtig geiler Titel. Anni. Ist kein Diploma. Ja, natürlich ist das ein 3D-Plattformer. Also hier bringt man ja gefühlt 80-85% rum. Ich hab's nicht, weil ich es ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm hatte so stark. Ich hab's auch durchgespielt, aber ich habe irgendwie gefühlt über ein Jahr gebraucht, um es durchzuspielen, weil ich das mit einem Kumpel gezockt habe lokal. Und wir sehen uns halt nicht mehr so oft und kamen halt diverse Faktoren noch hinzu, sodass wir Ewigkeiten gebraucht haben, das Spiel zu spielen. Und wenn wir es getroffen haben, mussten wir erstmal 10 Minuten lang gucken, wo wir waren und was da eigentlich passiert ist. Um uns wieder einzufuchsen. Deshalb war das bei mir einfach gar nicht so präsent. Aber ich verstehe das, was du sagst. Ja, und hätte das sicherlich auch, wenn ich das irgendwie so am Stück gespielt hätte oder so, bestimmt in die Top 10 gewählt irgendwo. Man muss auch sagen, ich sehe es auch gerade im Chat, vielleicht ist es 1-2 Stunden zu lang. Dafür, dass es man halt mit jemandem zusammen spielt, dass man dann, kommt hinten raus, ne? Aber sie hatten einfach zu viele Ideen. Und du kannst ja auch noch so viel Unsinn machen in diesem Spiel, diese ganzen Minigames oder so. Hätte man noch ein bisschen straighter machen können, aber ich fand es total geil damals. Damals, vor 2 Jahren. Damals. Ja, ich habe das ehrlich gesagt natürlich auf dem Schirm auch und ich habe auch überlegt, ob ich das mit reinnehme, weil ich wusste, dass du es mal erwähnt hast und ist mir auch gekommen. Ja klar, eigentlich ist es auch eine moderne Art von einem 3D-Plattformer. Es hat auch mega Spaß gemacht, also wie du schon sagst, super abwechslungsreich und ideenreich und ja, super charmant. Ist so auf meiner erweiterten Liste, es ist nicht in meiner Top 10, aber es ist halt schon ein geiler Pick und gerade wenn wir dieses Genre haben wir ja heutzutage nicht mehr so oft, finde ich schön, dass man das auch mal wieder so, ich habe es mit meiner Frau auch damals gespielt und das war halt für mich total interessant, weil meine Frau halt wirklich gar nicht so zockt und das auch für sie total anstrengend war, so Sachen zu machen wie Doppelsprung plus Dash, dann wieder das und so weiter, aber hat sich so dermaßen reingefuchst und so hat so Bock das Spiel zu spielen, dass sie das halt überwunden hat, diese Hürde und war zwar eine Geduldsprobe für mich, aber irgendwie ist es so ein gemeinsames Erlebnis gewesen, deswegen. Es wird ja auch richtig anspruchsvoll auch noch, ne? Naja. Also, wo ist es ja nicht? Ja, ja. Muss ja manchmal auch ballern, muss zielen, muss. Wie gesagt, dieses Koop-Ding zusammen ist sowieso legendär, ne? Also, das heißt, ich hab's auf meiner. Was war das jetzt? Auf meiner 4. Das heißt, es darf auf keinen Fall vor Jack and Dexter stehen, sondern eher da hinten. Kirby ist vielleicht auch zu hoch gegriffen, das hatten wir alle, glaube ich, drauf, ne? Ja. Dann würde ich es da irgendwie vor Crack in Time oder so machen. Andi, hattest du Crack in Time auf der Liste?
Nee, ich hatte Rift Apart auf der Liste. Achso, ja, dann, also auf jeden Fall. Dann tut mir leid, Prince würde ich machen. Of Persia, A Sands of Time, na? Der beste 3D-Plattformer. Ich würde auch sonst Prince of Persia gegen The Core gegen tauschen, wenn das okay ist. Nee, weil das geht nicht. Nee, so, nee, ist nicht okay. Ich hab noch zwei. Ich bin dran, ne? Oh, das wäre spannend, ey. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich glaube, mein anderes Spiel habe ich ja schon genannt, das war ja Mario Galaxy, genau, auf der 3. Das ist mein letzter Pick für heute. Meine 1 ist Mario Odyssey. Oha. Ist ja jetzt auch nichts Neues. Echt? Ja, ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt für euch nicht. Ja, ich hatte es mir fast gedacht, dass du es also. Also Mario Odyssey, muss man sagen, ich habe super starke emotionale Verbindung zu diesem Spiel. Das beginnt schon damit, dass das für meinen Sohn einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Und wir da gemeinsam so eine Verbindung mit haben und sowas, ja, wertet so ein Spiel enorm auf, muss man sagen. So, das ist ja heute noch, ich spiele es heute noch, ja. Das ist schon die erste Sache. Da zweitens ist es so ein besonderes Stream-Projekt gewesen. Ich habe vor 2 Jahren noch regelmäßig gestreamt. Und da war halt Mario Odyssey mein Wunsch, 999 Monde zu sammeln. Und es hat lange gedauert, aber es hat so viele tolle, erinnerungswürdige Momente mir gegeben, die ich nie wieder vergessen will, mit dem Chat zusammen, mit einigen von euch da. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe am Ende beim 999. Mond habe ich geweint. Es hat mir so viel bedeutet, das alles zu sammeln. Keine Ahnung, kann ich auch nicht erklären. Das Spiel hat alles, was ich will von so einem Plattformer. Es ist groß zum Erkunden, aber nicht so groß, dass du die Übersicht verlierst. Die Monde zu sammeln hat mir immer Spaß gemacht, auch wenn sich Dinge wiederholen, auch wenn es zu viele Monde sind. Mir hat es nie gestört. Ich finde Cappy so ein geiler Sidekick. die Idee, dass du mit Cappy verschiedene Figuren oder Gegner spielst, ihre Fähigkeiten übernimmst, macht mega Spaß. Die Levels sind geil. Also ich kann das Spiel einfach nur in höchsten Tönen loben. Ich mag den Sound, ich mag alles an diesem Spiel. Wirklich, ich mag einfach alles. Soundtrack, Grafik, Spielbarkeit, alles. Also das Spiel ist für mich der perfekte 3D-Plattformer. Ich finde es auch ein geiles Spiel, das muss ich sagen. Und hätte ich nicht Mario 64 genommen, wäre Super Mario Odyssey mein Pick gewesen. Ich finde es auch, es ist ein großartiges Spiel. Objektiv vielleicht sogar auch das beste spielbare Mario heutzutage. Das Moveset ist auf jeden Fall das Beste, was es gibt in Mario, finde ich. Mit Cappy und so, das ist super geil. Ja, Cappy ist unfassbar, das Movement, dass man, vor allem du denkst, okay, kannst einmal draufspringen, aber die Moves, die du nachher mit machen kannst, teilweise auch mit den Wandsprüngen und dich dann noch selbst nach oben und all sowas, super krass, super geil. Und ich finde es ein geiler Pick, mega gut. Also, tolles Spiel. Ich stehe Mario Odyssey ein bisschen kritischer gegenüber. Oh. Ich mochte es, glaube ich. Mehr auch nicht. Ja, ich war irgendwann auch ehrlich gesagt ein bisschen genervt und entrüstet, weil die Monde machen für mich das gesamte Spiel irgendwie ein bisschen kaputt. Ich finde, dadurch verkommt es zu einem anspruchslosen Abarbeiten von Aufgaben, weil du gefühlt alle 2 Meter einen Mond kriegst. Bei Mario Galaxy oder bei Mario 64, bei Mario Sunshine, da musstest du dich noch ins Zeug legen, um an so einen Stern zu kommen. Und bei Mario Odyssey hatte ich einfach das Gefühl, du gehst 2 Meter, oh, da ist ein Mond. Du gehst 3 Meter, oh, du hast einen Mond. Du gehst 4 Meter, oh, da ist ein Mond. Und irgendwann so abgeturnt. Du stellst es ja jetzt gerade da, als ob du wirklich da so hinläufst und da ist ein Mond, dann läufst du weiter. Also du siehst ja zum Beispiel, da hinten ist eine Fahne, dann ist da halt eine Challenge, um einen Mond zu kriegen. Da musst du aber natürlich die Challenge erstmal schaffen. Dann ist du natürlich, es gibt mehr Monde, aber die Monde sind manchmal versteckte Monde, manchmal sind es Puzzle-Monde, manchmal sind es Platforming-Monde, also die Frequenz ist höher, aber das ist nicht so, dass du die einfach hinterhergeschmissen bekommst. Nicht bei Russum, aber dadurch, dass die Frequenz höher ist, kriege ich einfach alle 2 Minuten Mond und das gibt mir so überhaupt keinen Anspruch mehr und deshalb weiß ich nicht. Also die Monde haben für mich das Spiel komplett entwertet. So. Also Cappy ist cool, die Grafik ist super, Musik ist geil, die Welten sind super, aber die Mond-Thematik fand ich daneben.
Team Cappy bin ich auch auf jeden Fall. War auch eine richtig, ist noch gute Waffe. Haben wir denn nicht auch in die beste Waffenwerfen Rüdiger reingewählt? Den guten Cappy? Ne, du hast jetzt mal Sidekick. Sidekick war auch Cappy Gate. Bei Sidekick und bei Waffen. Das ist schon geil, einfach so ein Raketenwilli oder wie der heißt zu sehen. Zack, Cappy drauf und dann bist du der. Also das ist schon von der Genialität, von der Kreativität will ich dem auch nichts absprechen, um Gottes Willen. Aber die hätten die Monde nicht einfach so aufteilen und so reinschmeißen sollen. Ja, aber du brauchst ja auch nicht so viele Monde. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Aber wenn ich sie nicht brauche, warum habe ich die dann da alle? Ja, für so welche Leute wie Matthias, die da halt so ein richtig krasses Challenge noch wollen. Aber wenn du es so durchspielen willst, dann reicht ja viel weniger. Ne? Das ist also erstens, ich verstehe natürlich den Gedanken, dass man sagt, guck mal, du hast jetzt zum Beispiel in so einem Mario 64 Welt, hast du 5 Sterne. Und jeder Stern ist halt, du, oder 7, ist ja egal, gehst halt da rein und hast da quasi immer eine gewisse Aufgabe und die ist dann ein bisschen, das ist halt die eine Aufgabe. Bei Mario Odyssey ist es halt so, du hast halt dadurch, dass du viele Monde hast, musst du natürlich, um einen Mond zu kriegen, musst du ein Rätsel lösen, das du in anderen Welten schon ein paar Mal gemacht hast. So, und dann hast du den Mond. Das würde in Mario 64 nicht passieren und auch in Sunshine nicht, weil da jeder Stern so auf die, nicht jeder, aber viele halt auf eine eigene Art und Weise gesammelt werden müssen. Aber es hat mich überhaupt nicht gestört. Das ist halt so. Es hat mich wirklich überhaupt nicht gestört. Ich find das Argument auch etwas, wie der Janse schon sagt, so, weil die Sterne, was ist dann der Grund, warum ihr Mario spielt? Damit ihr 120 Sterne sammelt? Damit so dieses Completionist-Ding für euch einfacher ist? Oder was ist der Grund? Also das müsst ihr mir jetzt erklären. Nein, ich habe, glaube ich, auch nur in Mario 64 und in Mario Galaxy 1 habe ich alle 120 Sterne gesammelt, weil mir das Spiel einfach Spaß gemacht hat oder ich bei Mario 64 das halt irgendwann auch einfach durchhaben wollte mit den 120 Sternen. Aber für mich sind die Sterne immer so ein kleines Rätsel in sich gewesen, das ich lösen muss, um eben an diesen Stern zu kommen. Klar sagt dir das Spiel, flieg in die Höhe und dann musst du aber rausfinden, okay, was muss ich da tun, um eben an diesen Stern zu kommen. Und für mich war einfach der Weg zu diesem Stern das Highlight. Diese 10, vielleicht 15 Minuten Knubbelei, um rauszufinden, wie komme ich da jetzt dran. Und das hatte ich, da hatte ich das Gefühl bei Mario Odyssey nicht. Da hatte ich das Gefühl, dass ich mich weitaus weniger anstrengen muss, weil ja so viele Monde verfügbar sind, dass ich mit der kleinsten Anstrengung Monde bekomme. Und das hat das Spiel für mich so ein bisschen angefühlt. Also ich muss noch mal betonen, es gibt durchaus genau das, was du beschrieben hast, dass es Monde gibt. Natürlich, aber also es gibt auf dem Weg halt viel mehr Es Filler ist einfach so Monde. Viele Füller. Ja, vielleicht hätten vielleicht hätten sie die Anzahl an Monde, die du sammeln musst, um nächstes Level freizuschalten, höher machen müssen, damit sie reduzieren sollen. Oder so, ich weiß nicht. Also für mich macht es für mich keinen Unterschied. So, ich sehe die, für mich ist die Kritik nicht unbedingt so stark. Dass ich das jetzt untersetze. Jetzt müssen wir mal gucken, wo. Das ist halt Geschmackssache, ne? Ja, das ist es vielleicht auch. Es ist einfach Geschmackssache. Also, ich kann da Andi verstehen, aber ich finde es jetzt auch nicht so wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann Andi verstehen. Nein, ich kann das irgendwie. Ich lese im Chat, dass da viele mit dem Spielen. Ja, im Chat sind Wiggy auch, habe ich auch gelesen, dass da einige das Gleiche so sehen. Aber, durchaus. Ja. Also, für mich ist es auf jeden Fall das beste Mario-Spiel, weil ich mit diesem Spiel einfach am meisten Spaß hatte. Ja, ist ja auch vollkommen okay, ist deine Eins. Also das müssen wir auch würdigen, das finde ich auch so. Und ich finde es auch ein richtig gutes Spiel. Die Frage ist, wo packen wir es jetzt hier so hin? Ja, also ich persönlich muss sagen, für mich wäre Odyssey vor Galaxy 2. Für mich ist es halt vor Galaxy 2, aber es ist halt faktisch nicht. Also du hast es nicht auf der Liste. Ich habe auch nicht auf der Liste. Während ihr beide hingegen Galaxy 2 auf der Liste habt. Also rein theoretisch müsste man jetzt rein aufgrund der. Also weil das halt zwei Leute auf der Liste haben, muss Galaxy 2 halt höher sein als eigentlich Odyssey. Schon, ja. Selbst, aber ich muss es auf jeden Fall, muss es für mich vor Rayman 2 The Greatest gehen, weil das ist immer meine 5. Wäre für mich vollkommen okay, aber ich habe da auch die wenigste Meinung zu Rayman 2, muss ich sagen. Ich habe es am wenigsten gespielt. Das muss Andi so ein bisschen, der ist dann kritisch, sehe ich gerade, der überlegt. Also ich setze nicht Mario Odyssey unter Rayman 2, das garantiere ich nicht. Da setze ich mein Veto ein. Weil das ist einfach. Das ist für mich so, Rayman 2 ist für mich die 5, Mario Odyssey für mich die 1.
Ja, okay. Rayman 2 war für mich die 4, Mario Odyssey habe ich überhaupt nicht in der Top 50. Nicht mal in der Top 50? Top 50? Das, die Monde, also von Alter, allen echt? 3D-Mario-Spielen ist das das, was ich am wenigsten mag tatsächlich. Echt? Also findest du, selbst immer noch Mario Odyssey, findest du Mario Odyssey schlechter als Cosmic Shake? Das kann ich nicht verstehen. Das muss ich mir dann morgen kaufen und spielen. Das Das ist schon eine Aussage. Da lehnt sie sich schon wieder aus dem Fenster. Ich glaube, das kannst du gar nicht vergleichen. Nein. Also nochmal, von allen 3D Marios finde ich Mario Odyssey tatsächlich am schlechtesten, weil eben die Monde da einfach viel für mich kaputt machen. Deshalb würde ich dahingehend das Ganze sogar hinter Mario 64 platzieren. Persönlich. Nee. Aber da ihr beide ja so viel von haltet, ja, es ist jetzt muss für mich, ich mich dem ja. Für mich, also ich würde es auch bei mir hinter 64 machen, aber weil ich weil es meine 1 ist. Weil es meine 1 ist, muss man ja auch irgendwie. Aber wir müssen ja eine gute Konsensentscheidung hier treffen. Odyssey ist deine 1. 64 ist meine 1 und deine 1 und war Mario Galaxy. Ja, sorry, wenn wir alle drei einen Mario-Titel auf der 1 haben, müssen wir vielleicht auch irgendwie einen Mario-Titel auf die 1 nehmen, oder? Nee, das hat jetzt mit Mario, glaube ich, oder bleiben wir jetzt erstmal dabei, dass Banjo auf der 1 bleibt, weil wir das alle recht hoch haben. Ich also, es wäre ein cooler Pick. Es wäre wie bei Kirby. Wäre ich mit einverstanden? Es ist wie bei Kirby, dass halt einfach diese hohe Wertigkeit für dieses Spiel, auch wenn es jetzt nicht für uns das beste Spiel ist, aber dass du Mario stellt sich halt dann selbst ein Bein. Wir haben zwar alle Mario-Titel hier, aber alle unterschiedliche. Das ist dann ja auch irgendwie, Könnte hier jeden Mario-Titel für mich sogar nennen. Also auch Mario Sunshine, auch ein Sunshine Spiel auf jeden Fall hier in der Top 20. Auf jeden Fall verdient, wäre bei mir locker hier mit drin. Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber mir ist halt einfach Mario Odyssey enorm sehr wichtig. Ja, sehr emotionaler Titel für dich, das merke ich schon. Das müssen wir dann, da lass den Matthias auch mal. Also, ich würde da mein Mario 64 opfern, aber du musst dein Rayman. Das macht ihr beide mal unter euch aus, ob ihr das auf die 3 oder auf die 4 packt. Ja, das ist so eine Sache. Rayman 2 hat bei mir vielleicht auch noch nicht so diese. Es hat noch nicht gegart. Weißt du, es ist jetzt noch ganz, ganz frisch gespielt und super Spaß gemacht. Und es spielt sich auch heute noch eigentlich recht gut. Ja, aber das ist einfach der pure Spielspaß ist bei Odyssey weit mehr als bei Rayman 2. Für mich. Das Movement ist besser, die Kamera ist besser, die Welten gefallen mir mehr. Also das ja, von den Welten, von der Grafik, Musik, von der Mechanik und so weiter ist Galaxy, da müssen wir, Odyssey, da müssen wir gar nicht drüber streiten, definitiv Gara als ein Rayman 2. Da liegen ja auch Jahrzehnte zwischen, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Ja, komm, solange Rayman 2 immer noch in der Top 5 drin ist, kann ich da durchaus mit leben. Das ist schon schwierig, muss ich sagen. Also, es tut mir auch ein bisschen weh, Super Mario 64 irgendwie so runterzusetzen. Aber irgendwo muss es ja jetzt rein. Weil ich mag einfach alle Mario-Teile, das muss ich einfach sagen. Mario ist einfach ein geiler Charakter und die geilsten 3D-Plattformen. Würde vorschlagen, Mario als Franchise zu nehmen, denn Mario 3D Land bzw. World fehlt da auch noch. Ja, aber das ist, aber das ist wieder so. Bei Mario ist das super schwierig, weil sich wirklich jeder Teil doch etwas anders spielt. Also sich anders anfühlt in meinen Augen, so wie bei Zelda für mich. Das heißt, wir packen Mario Odyssey auf die 3. Damit wäre Mario Galaxy trotzdem noch auf der 2 und Ape Escape würde dann runterfallen. Ja, aber ich bin eigentlich nicht so dafür, dass wir Ape Escape rausschmeißen, ganz ehrlich. Weil ich fand, wir haben leider den falschen Titel da reingenommen, aber für mich wäre so ein Ape Escape 3 deutlich, also eher so noch vor Spyro sogar. Ey, du hattest eine Top 10 Ape ist mehr. Ja, scheiße, Mann. Also ich hatte mit Ape Escape 1, ich kenne nur das Remake, aber das war halt Ape Escape 1 auf der PSP. Hatte ich auf jeden Fall mehr Spaß als mit Spyro 1. Wollen wir denn Epic Mickey willst du nicht rausschmeißen, ne? Epic Mickey ist eigentlich zu gut, um rausgeschmissen zu werden aus der Top 20. Das ist halt jetzt. Was hältst du denn davon, wenn wir einfach Escape mit Spyro tauschen und dann alles nach unten. Oh, Spyro auf der Liste ist auch irgendwie geil, oder? Muss schon drin sein. Ich fand's lahm, Matthias fand's lahm. Ich fand's auch lahm. Ja, okay, dann tausch meinetwegen Ape Escape gegen Spyro. Du warst jetzt 20 Minuten weg und ich sehe immer noch kein Sonic Adventure. Ich hatte Sonic Adventure tatsächlich, aber ich habe das auf der 11.
Ja, also Teil 2 hatte ich. Ich kann mit Sonic nichts anfangen und ich habe es auch nicht. Sonic-Spiele in 3D sind keine Jump'n'Runs. Sonic-Spiele in 3D sind mehr so Runner. Du rennst quasi nur und versuchst zu springen, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich Kontrolle über ein Sonic-Spiel in 3D habe. Da ist eben Sonic Adventure 2 immer noch das Beste für mich, weil ich da auch die Passagen mit Tails und Knuckles habe, wo das Spiel sich verlangsamt und ich da auch Variationen drin habe im Spiel. Ich muss auch sagen, eine Sache, die mir bei ich mag so das freie Erkunden und sowas, und das hat Sonic Adventures ein bisschen schon drin, aber eben auch so diese Runner-Levels und die kotzen mich so unfassbar an. Deswegen, ich hasse Sonic Adventures eigentlich. Ja, weil du überhaupt keine Kontrolle darüber hast. Ja, das ist einfach gar nicht meine Art von Spiel. So will ich nicht Plattformer spielen für mich. Ich mag sowieso, also ich mag die Sonic 2D-Spiele nicht, das ist nicht meins. Deswegen habe ich auch nie die Sonic 3D-Spiele gespielt und bin da auch komplett raus. Haben wir jetzt Spyro raus, ne, tatsächlich. Ja, also... Ist schon, also jetzt gucken wir uns mal eine Liste an. So, mit Banjo bin ich tatsächlich grundsätzlich zufrieden. Ich glaube, ihr auch, ne? Banjo bin ich zufrieden. Mario Galaxy Super 2. Mario Galaxy, Super Mario Odyssey, ist klar. Es zeigt halt, wie wichtig Mario ist. Wir haben 3 Mario-Titel in der Top 5. Das ist halt sein Genre. Finde ich vollkommen okay. Ja, klar. Rayman 2, ein All-Time-Classic für viele, ist vollkommen okay. Dann haben wir mit Ratchet und Clank den besten modernen Titel der letzten Jahre. Conker finde ich deutlich zu hoch als Plattformer. Aber hey, also für mich ist Astrobot das deutlich bessere Spiel. Ich wollte gerade fragen, ist so Astrobot so als Konsens eurer beiden Listen nicht gleich sogar wertiger? Also als Konsens der beiden Listen ja. Also ich... Durchaus. Ich finde, aber also Conker ist halt eine komplett andere Plattformerfahrung. Also auch wenn du da jetzt nicht irgendwie Meter springst, ist es schon... Gebe ich dir, aber ist nicht die coolere Erfahrung, die innovativere und die einzigartige Erfahrung? Ist Astrobot, natürlich. Ist Astrobot. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja, okay, cool. Dann Conker, dann Jak and Daxter, Kirby ist eine coole Top 10, wir haben alles Wichtige dabei, finde ich. Dann wird es ein bisschen bunter, also It Takes Two, cool, Ratchet & Clank, cool, Crash 3, wir haben 2 Crash-Titel dann noch. Mhm. Zweiter Astro ist auch geil, dass der da ist. Müsste jetzt nicht in meinen Augen, aber cool. TRW, geiler Pick. SpongeBob kann ich nicht so sagen. Wirkt ein bisschen. Aber wenn du sagst, das ist gut, alles gut. Ape Escape, wie gesagt, da wäre für mich eher der dritte Teil, aber generell Ape Escape finde ich cool, dass wir das hier würdigen. Und Epic Mickey fand ich von seiner Prämisse eigentlich auch mega geil und diese Core Gang, was du da erzählt hast. Also schon kleiner Geheimtipp. Was ich. Sly Cooper fehlt leider, wie viele gesagt haben. Sly Cooper fehlt. Ich hatte als. Warte mal. Jetzt können wir mal eine Liste, machen, mit, was wir ich hatte so als Platz 10 als Alternativ. Oh, die ganze Rocket Zeit. Robot on Wheels. Genau, der ist nämlich auch von Sucker Punch. Genau, das mag ich auch total. Das habe ich geliebt auf dem N64. Das wäre jetzt ein Konsens nochmal gewesen. Aber Sly Cooper habe ich leider auch nicht so viele von den PS2-Teilen gespielt. Ich habe den auf der PS3, den habe ich durchgespielt, aber ich glaube, auf der PS2 habe ich nie einen durchgespielt. Nur PS3 angespielt. Ist die Schwester, der vierte. Ja, das habe ich auch immer gehört, deswegen will ich da jetzt wenig urteilen drüber, aber ich glaube, die sind schon cool, also mir hat der PS3-Teil schon Spaß gemacht, der war aber auch nicht mehr von Sucker Punch, der war von Sumo Digital oder so, weiß ich nicht. Nee, der war von Ape irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, ich habe Sly Cooper 1 gespielt. Ja. Und das... Mit 3D-Bälle? Nee, das war der dritte. Okay, sorry. Ich fand's ganz cool, aber irgendwas hat mir da gefehlt. Das war mir zu langsam, da war ja viel Schleichen, Fokus auf Stealth und so. Ja. Das war mir zu wenig 3D-Plattformer und zu sehr eher so ein Stealth-Adventure irgendwie. Ja, also wir haben schon ein paar gesnappt, ne? Also, aber Matthias, du wolltest Astrobot mit Conker tauschen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, haben wir uns darauf geeinigt? Es war unsere Konsensentscheidung, ne, Andi? Ja. Ja. Also was wir noch gesnappt haben, was mir gerade einfällt, was ich noch hatte, war ein kleiner Indie-Geheimtipp, der sich die letzten Jahre so zu so einem kleinen Ahead in Time, genau, das war auch tatsächlich ganz nett. Es war wirklich ganz nett, aber weil halt so ein bisschen das Genre so langsam ausbleicht, ist es halt mal schön, wenn du so wirklich ein ganz klassisches Collectathon wieder hast. Leute. Donkey Kong 64. Haben wir auch nicht mehr. Yooka-Laylee haben wir nicht drüber geredet. Fand ich scheiße.
Also ja, nur Yooka-Laylee and the Impossible Mission fand ich, oder Impossible Lair fand ich richtig Impossible gut. Impossible Lair. Mhm. Genau, fand ich gut, aber der 3D-Teil, sorry, der war einfach Quatsch, Alter. Der hat mich auch verloren. Also da, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ja, Super Lucky's Tale fand ich auch nett. Donkey Kong 64. Super Lucky Tale war ganz nett. Ja, war ganz nett. Aber spielt mal New Super Lucky Tale auf ja, der Switch. Das ist eine ja, richtig gute Plattform. Ich hab das auf der Xbox gespielt. Ich hab auch auf der Xbox gespielt. Das ist ein anderes Spiel. Ja, hast du mir erst mal gesagt. Ja, aber ich finde die beide nur nett. Die sind so harmlos nett. Okay, kann man mal den Kindern vorsetzen, aber selbst, das hat bei mir keinen Eindruck hinterlassen. So ein ganz klassisches, genehmiges cool. Plattformer. Genauso wie... Zu Donkey Kong 64, da war, glaube ich, was im Chat drin. Ich habe es gespielt, ich habe es jedes Mal abgebrochen, weil das einfach zu überladen mit Collectathons drin. Also, alleine, dass du da irgendwie 500 Bananen sammeln musst. Es gab auch noch... Pro Welt, ne? Ja. Es gab schon auch coole Plattformer oder Adventure-Spiele, die in die Richtung so auf der PS2. Ich erinnere mich noch an Dr. Mutu, das fand ich, glaube ich, ganz geil. Super damals. Geil. Absolute Geheimtipp. Ich sehe gerade, Bugs Bunny Lost in Time fand ich auch richtig geil. Ja, das habe ich nicht gespielt. Ne? Das war richtig cool. Taste Tasmanian Tiger, da habe ich ein, zwei Teile gespielt, die fand ich ganz cool. Die waren aber auch alle nicht so ganz gepolished. Nee, das war jetzt keine AAA, aber... Kennt ihr das? Vex ist dieser kleine Dachs oder was das ist, ne? Nee, Vex war Acclaims Antwort damals auf Mario Sunshine. Das ja, war das für den GameCube. Das so ein Waschbär oder so ein Dachs oder? Nein, das war so ein NG-Charakter, der so Klauen hatte und ja, wie, aber wie ein Dachs. Ziemlich gutes Spiel. Das war kein Dachs, das war einfach nur so ein Mensch. Es gibt auch einen Titel, Titel, der sehr beliebt ist, aber ich habe da auch keine Aktien drin, das ist Psychonauts. Gerade der zweite Teil hatte irgendwie vor ein paar Jahren. Gefallen. Das ich ist einfach auch gespielt, so, vor kurzem, zu kurios gefallen. Irgendwie. Ist auch als Plattformer zu simpel für mich. Ja, ist das ein Plattformer? Oder ist das ja, doch. Boah, das ist ein Plattformer. Ja. Ganz klassischer Plattformer. Ja, gut. Voodoo Wins, absoluter Geheimtipp. Danke, Victor. Habe ich aber nicht ganz durchgespielt noch. Gibt es übrigens als Remake auf der Xbox One, falls einer mag. X3. Ein Ninja war noch cool von Namco damals, war auch ein richtig cooles Spiel. Habe ich auch schon mal gehört. Es gibt auch dieses Wer Croc. Einen weiteren Wii-Geheimtipp haben will, der auch nur ein paar Euro kostet, holt euch Mushroom Man. Das war auch richtig gut. Mushroom, habe ich auch schon mal gehört. Croc ist ja das Spiel, wo du mit Tanksteuerung spielst, ne? Ja. Was ursprünglich war ein Yoshi-Spiel. Yoshi, genau. Von Orgonaut Software, genau. Ja. Aber ich fand's relativ anstrengend, Croc, den ersten. Haben wir 1 zu 4 gegen Japan verloren? Wollt ihr mich verarschen? Bitte was? 1 zu 4 gegen Japan? Alter, was das ist so eine Graupentruppe. Ich muss mir die Prime-Serie nochmal angucken. Erinnert ihr euch an Blinks? Ja, habe ich letztens in der Hand gehalten. Kostet ja auch fast gar nichts. Ne? Blinks the Time Sweeper. Microsofts Maskottchenversuch. Ja. Da gab es zwei Teile von. Ist der? Ne? Ist der abwärts ist sogar ein bisschen wertvoll, glaube ich. Ja. Die sind abwärtskompatibel, oder? Ich glaube ja. Taugt der was? Nein. Der Blinks? Ich glaube ja. Ich glaube, so schlecht sind die nicht, ne? Es geht. Also der zweite ist schlechter als der erste. Und beim ersten, der hat eine coole Mechanik mit dieser Zeitsteuerung. Aber bei mir war die Luft irgendwann raus. Der sieht cool aus. Ja, aber der Grafik. Aber spielerisch ist der so. Ich guck mir gerade das Cover an, das Design der Figur ist aber ultra hässlich. Also auch super generisch. Wenn du dir mal den zweiten Teil anguckst, Alter, ist das eine hässliche Katze. Meine Fresse. Ja, das ist ja so dieses, du musst ja quasi wie bei den Animationsfilmen irgendwas ein knuddeliges zaubern. So. Gibt es eigentlich einen 3D-Plattformer mit so richtig echten Menschen? So richtig einfach so. It Takes Two. Explorer Edition. Stimmt, boah, ja, für die Switch, das habe ich auch gezockt. Das war gar nicht so schlecht. Mit den Schiffen und den Inseln und so, das war gar nicht so verkehrt. Ist das auch in meinem Video auf. Poi, P-O-I. Ja, Poi, P-O-I. Das ist quasi, spielerisch ist das ein Super Mario 64. Lohnt. So vom Gameplay 1:1 genauso. Ja. Das Charakterdesign ist ein bisschen generisch und wirkt sehr wie generisch. So ein billig Spiel, aber es ist spielerisch echt gut. Yes. Ja, also ich glaube, wir haben viele, viele Sachen natürlich vergessen, aber es musste eine Top 20 Design. Nichts ist unstylischer als Blinks. Ich schließe mich an. Und somit beenden wir diese heutige Folge von Rüdiger. Es ist eine tolle, und ich fand auch die Idee cool, die kam gerade von Anfan. Vielen Dank, dass ich mal unten, also das heißt, wenn ihr das als VOD nachträglich seht,
die Top 20 anpinne und dann könnt ihr dort auch abstimmen, wie ihr diese, oder könnt ihr quasi dann die Liste nochmal sehen und könnt ihr nochmal drüber gehen, aber vielleicht wäre es blöd wegen Spoiler oder so, es wäre auch wieder ein bisschen... Es wird spoilern. Ja, lieber nicht. Ich glaube, die Idee ist dann nicht ganz ausgedacht, aber natürlich, vielen Dank für euer Erscheinen, fürs Mitgucken, fürs Mitdiskutieren. Hat natürlich mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch an die Gäste, die da waren. Morgen gibt es eine Folge Controller-Poesie. Es geht wieder los, Sommerpause ist vorbei. Wir sind wieder da. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Adios. Tschüss, 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 tschüss. Achso, schaut mein Video, das haben wir noch nicht so viele gemacht. Ja, schaut das Video vom Raketen und so. Was soll das? Jetzt könnt ihr es ja schauen. 10 von 10. Klickt alle, klickt und liked. Mann.